This coalition aircraft. Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Yay. Die Begeisterung in der Runde hält sich so in Grenzen. Also. La rentrée, wie der Franzose sagen würde. Diese Folge zeichnen wir auf am 12. September 2023. Und gleich vorweg noch ein Hinweis. In diesem Jahr wird es noch zwei besondere Folgen geben. Mehr dazu erzählen wir am Ende. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat natürlich keine Sommerpause gemacht. Und wir werfen deshalb einen Blick auf die Lage dort, auf die Entwicklung und ein bisschen auch, wie es weitergehen könnte, sollte, müsste. Der Bundestag dagegen hat seine Sommerpause beendet und gleich mit Hardcore-Themen begonnen, nämlich den Beratungen über den Haushalt für das kommende Jahr. Da interessiert uns natürlich, was das für den Verteidigungsetat und damit zusammenhängend für das Sondervermögen Bundeswehr bedeutet. Das wird unser zweites Thema. Aber zunächst zur Ukraine. Carlo war gerade da. Ja, es war interessant. Und? Ich bin von der Yalta Strategy Group, das ist so eine Vereinigung, ich sag mal, da, wo Elder Statesmen im Board sind und die schon sehr, sehr lange mit Blick auf die Ukraine, aber auch mit Blick auf Ost- und Mitteleuropa Veranstaltungen machen, bin ich zu einer Konferenz nach Kiew eingeladen worden, die, ich sag mal so, von den Teilnehmern her sehr hochrangig war, sehr USA-lastig, aber auch so, ich sag mal, Boris Johnson war da zum Beispiel. Das ist lustig, weil du sagst, einerseits hochrangig und dann Boris Johnson. Und wir sind natürlich mit dem berühmten blauen Zug, mit dem jetzt auch Annalena Baerbock gestern in Kiew angekommen ist, sind wir gefahren, weil man ja halt nach Kiew nicht fliegen kann. Wir waren in Kiew 2 Tage jetzt auf dieser Konferenz. Ich habe dann sehr viele Leute in Kiew zu sprechen, die in der einen oder anderen Form sozusagen mit diesem Krieg befasst sind. Das war so der Rahmen, wo ich da war. 2 Tage. So. Ja. Es gibt aus meiner Sicht 3 Dinge, die wir im Sinne des den Faden wieder aufnehmens nach dem Sommer, den wir uns widmen sollten. Das eine ist die Frage, wie steht denn eigentlich die ukrainische Gegenoffensive? Das andere ist diese ganze, ich würde fast so weit gehen zu sagen, Konfusion um die Äußerung Selenskys, was die Halbinsel Krim angeht und die Frage, ob die denn jetzt nach wie vor aus offizieller Sicht in Kiew militärisch zurückzuerobern ist oder ob man möglicherweise versuchen will, das auf politischem Wege irgendwie zu lösen. Also mit Punkt 2 meine ich explizit auch alles andere, was sich um das große Schlagwort Verhandlungen dreht. Und drittens die Frage Waffenlieferung, die wir vermutlich sehr kurz abfrühstücken können. Aber ja, ich meine, du warst jetzt nicht an der Front, aber du hast vermutlich interessante Gespräche geführt, die dich auch nochmal vermutlich zu einer Einschätzung gebracht haben, wie der Stand der Gegenoffensive ist. Also, wie ist es denn? Jetzt mal nur aus den Gesprächen, die ich in der Ukraine hatte, ne? Und da ist natürlich klar, sag ich mal, dass bei vielen Äußerungen, ich habe ja versucht, auch mit vielen Offiziellen zu reden, natürlich so ein ukrainisches Gegennarrativ mir mitgeteilt wird über die Gegenoffensive, ne? Ich sag mal so, die 2 interessanten Sachen, und da können wir dann mal damit beginnen. Es gab ein Panel mit Budanov, dem Leiter des militärischen Geheimdienstes der Ukraine. Der ist gerade befördert worden. Der ist zum Jahrestag irgendwie des militärischen Geheimdienstes dann zum Generalleutnant befördert worden. Der Typ ist 37 Jahre alt. Könnten sich ja mal einige Bundeswehrsoldaten fragen, in welchem Dienstrang sie mit 37 waren. Oh, mach das Fass bitte nicht auf. Das gibt nur Ärger über Verwendungsaufbau und so weiter. Ich fand die Äußerung von Budanov interessant, dass er sagte, und das spiegelt ja sozusagen auch etwas wider, wie wir auf diese Gegenoffensive gucken,
Der sagte, er wäre immer so irritiert, dass alle auf die Gegenoffensive schauen würden und glauben würden, dass diese Gegenoffensive ihren Schwerpunkt im Süden habe. Mhm. Und aus seiner Sicht heraus hätte die Gegenoffensive ihre Schwerpunkte überall in der Ukraine. Und wir gucken ja auf diese Gegenoffensive hauptsächlich so, dass wir sagen, das, was die Ukrainer im Osten veranstalten, also ich sag jetzt mal mehr oder weniger rund um Bachmut, ne, und anderswo, das ist hauptsächlich, um russische Kräfte zu binden, damit diese nicht in den Süden geschickt werden können. Und der Schwerpunkt liegt im Süden. Budanov sagt, es gibt keinen Schwerpunkt in dieser Gegenoffensive. Das ist eine komplette Gegenoffensive, die sowohl im Osten als auch im Süden stattfindet. Im Grunde ist es ja auch der Vorwurf wiederum, den die zumindest einige in der US-Administration dann oft noch anonym der Ukraine machen, dass sie eben ihre Kräfte nicht bündeln und nicht versuchen, keine Schwerpunktsetzung machen. Im Süden jetzt einen Schwerpunkt zu setzen und da wirklich voranzukommen. Keine Hauptstoßrichtung machen. Ja. Das Zweite, was ich interessant fand, und das sozusagen als Einstieg, wie gesagt, das ist auch Budanov gewesen, der gefragt worden ist von der Moderatorin auf diesem Panel über die Dauer dieses Krieges und dass man sich ja darauf einstellen müsste, dass das ein langer Krieg werden wird. Und das ist ja auch so ein Narrativ, das sich bei uns sozusagen so festsetzt. Der sagte, also er würde das nicht verstehen, was die Leute mit lang meinen würden. Wenn die Leute 6 bis 9 Monate mit lang verstehen würden, dann wird er sich dem anschließen, dass das ein langer Krieg werden wird. Der hat also sehr detailliert, ist er darauf eingegangen, wie er zum Beispiel Russland und die Frage von Sanktionen, Waffenproduktion, Bruttoinlandsprodukt sieht, und hat relativ, also sozusagen aus seiner Perspektive, relativ dezidiert argumentiert, dass es der Russischen Föderation mit dem kommenden Jahr richtig schlecht gehen wird in allen Indikatoren und dass das natürlich für die Ukrainer eine große Chance bietet. So. Also hat er dann quasi suggeriert, dass der Krieg nächstes Jahr irgendwie vorbei sein kann? Oder was meinst du mit dieser langen... Also er hat sich darauf nicht dezidiert eingelassen, aber wenn er halt so sagt, auf die Frage langer Krieg, und wir verstehen halt unter langen Krieg, das wird noch ein Jahr oder zwei oder noch länger dauern, sagt er, naja, wenn man unter lang 6 bis 9 Monate versteht, wird's ein langer Krieg. Also er rechnet, das ist zumindest die Message, mit einer wesentlich kürzeren Kriegszeit, als wir es tun. Naja, das ist ja Teil der psychologischen Kriegführung. Ne? Genau, das sage ich ja. Ich sage ja, was ich aus der Ukraine wiedergebe, ist natürlich etwas, was sozusagen, wo Messages natürlich gedroppt werden, die man mit nach Hause nehmen soll. Deswegen muss man das mit Vorsicht genießen. Wenn wir auf die Karten gucken und wenn wir auf das schauen, was sich gerade auf dem Schlachtfeld bietet, da muss man ganz einfach sagen, dass wir momentan in einer Situation sind, wo zum Teil, ich sag jetzt mal, ukrainische Kräfte die zweite Verteidigungslinie im Süden durchbrochen haben, aber nur zum Teil, und ungefähr 2 bis 3 Kilometer hinter dieser Linie operieren. Es ist halt so, dass zwar diese zweite und dritte Verteidigungslinie schwächer besetzt ist als die erste Verteidigungslinie, aber das heißt nicht, dass sozusagen diese Durchbrüche schneller und entschiedener sind. Die Ukrainer kämpfen mit den gleichen Problemen, mit denen sie es seit Beginn dieser Gegenoffensive zu tun haben. Das sind Minen, das sind halt diese Drachenzähne, das sind relativ gut befestigte Verteidigungslinien. Sie haben ihre Angriffsachse im Süden verbreitert, das muss man ganz einfach mal feststellen. Und die Frage ist sozusagen, was wird in den nächsten, keine Ahnung, 30, 40, 50 Tagen passieren? Und das, glaube ich, lässt sich sehr schwer einschätzen. Also, aber sag mal eben hier, wo du sagst, ja, 30 bis 50 Tage. Es gibt ja auch die ersten Stimmen, die sagen, jo, 50 Tage und dann ist vorbei, weil dann Wetter schlecht. Kam das zur Sprache? Ja, das kam zur Sprache und das wird überall dort in der Ukraine verneint. Ja. Und was man sozusagen sehr stark findet, ist der Ausdruck von Deep Battles. Also die reden immer von Deep Battles. Was bedeutet sozusagen, wenn du jetzt mit Radfahrzeugen nicht mehr weiter kannst, ne? Weil halt zu viel Schlamm ist, heißt das nicht, dass die Schlacht vorbei ist. Weil es weiter darum gehen wird, russische Logistik zu zerstören, hinter den russischen Linien zu operieren und dazu brauchst du nicht unbedingt Radfahrzeuge. Und da ist sozusagen die Frage, wie weit können sie ihre Artillerie nach vorne schieben? Weil man muss ja sagen, interessanterweise, das sieht man bei der Deep State Map sehr schön. Im Süden haben die Ukrainer mittlerweile in vielen Bereichen Parität in der Artillerie erreicht mit den Russen, beziehungsweise sozusagen haben sogar einen Vorteil gegenüber den Russen. Aber Parität, das heißt, Parität, was die Zahl der Geschütze angeht. Was die Zahl der Geschütze nicht, angeht. Nicht was die Munitionsmengen angeht. Nein, nicht was die Munition, was die Zahl der Geschütze angeht.
So, das heißt, wenn es denen gelingen sollte, ihre Artillerie weiter nach vorne zu bringen, dann sind sie natürlich in der Lage, auch weiterhin, ich sag mal, russische Installationen unter Beschuss zu nehmen, russische Artilleriesysteme unter Beschuss zu nehmen, ohne dass sich mechanisierte Verbände groß, wenn sie Radfahrzeuge haben, bewegen müssen. Also dort ist die Rede immer von Deep Battles. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, es gibt in der alten sowjetischen Militärdoktrin dieses Konzept, ich glaube, das heißt Deep War. Und das zielt genau darauf ab. Das ist zwar das Gefecht der verbundenen Waffen, aber letzten Endes geht es immer einher mit Zerstörung von Logistik und Installationen des Gegners hinter den eigenen Linien. Das heißt, die rechnen nicht damit, dass der Krieg dann zum Stehen kommt, sondern nur ein Teil dieses Krieges wird nicht mehr stattfinden, wenn der Boden zu schlammig ist. Und sie schauen vor allem nicht nur auf zurückerobertes Gelände, ja, sondern sie sagen, was passiert da hinten drin? Genau, das ist der Punkt. Ja. Der große Unterschied zwischen, wie einige auf diese Gegenoffensive schauen, nämlich auf Territorium, wo man letzten Endes sagen muss, naja, wenn wir unser Territorium anschauen, hat die Ukraine jetzt noch nicht so viel zurückerobert in den letzten 3 Monaten. Und die Ukrainer und andere auch sozusagen im Anführungszeichen Westen sagen, naja, Territorium ist jetzt erstmal nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, die Russen so weit zu schwächen, dass du irgendwann mal Durchbrüche erzielen kannst. Was dem entgegensteht, ist natürlich die Tatsache, dass die Russen, anders als bei der ersten Gegenoffensive, sehr bemüht sind, ihre Position zu halten. Also die Vorstellung, dass da eine Front zusammenbricht, das kann man sich, glaube ich, komplett abschminken. Das wird erstmal auf lange Zeit nicht passieren, sondern man sieht die Bemühungen der russischen Streitkräfte, Position nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu halten, aber so lange zu halten, wie es geht. Und deshalb ist diese Gegenoffensive auch zäh, langsam und geht natürlich bei den Ukrainern mit dem hohen Blutzoll einher. Ja, vielleicht noch ein Punkt zum Stichwort Deep Battle und hinter der Front. Eine Veränderung, die wir jetzt auch gesehen haben, sicherlich seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, aber auch einfach in den letzten Wochen, sind ja diese sehr, sehr stark vermehrten Angriffe der Ukraine auf russisches Territorium. Und zwar sowohl auf Militärinstallationen, Nachschubwege, Arsenale, also Depots, Munitionsdepots etc., aber eben auch auf die russische Hauptstadt und andere Städte. Das ist ja so ein bisschen, also es ist zu viel gesagt, dass es jetzt die zweite Front in der Offensive ist, weil so groß ist es dann doch wieder nicht, aber es ist eben schon klar, dass es da wohl eine Veränderung in der Taktik gegeben hat und das ist eben auch eine Art von Angriffe, die ja auch im Winter weiterhin stattfinden kann. Also das hat die Ukraine jetzt vor allen Dingen mit Drohnen, gerade selbstgebauten Drohnen durchgeführt und ich würde jetzt mal, also ne, das ist eine politische Entscheidung, kann sich natürlich auch morgen anders entscheiden, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das eher mehr wird als weniger und das kann man ja eben auch weiterführen, wenn es an der Frontlinie vielleicht eben wegen Schlamm nicht mehr vorangeht. Ja, absolut richtig. Ja, also mir ist vielleicht wichtig, nochmal ganz explizit rauszustreichen, dass wir hier wirklich erstmal nur verschiedene Lesarten präsentieren davon, wie man eben die aktuelle Situation interpretieren kann. Ich glaube, das Einzige, was man sehr sicher sagen kann, ist, dass es sich nicht um ein Patt handelt. Mhm. Es gab ja schon vor 4 Wochen oder so Texte, wo es hieß, da ist ein Patt und mit dann Argumenten, die sich daran anschlossen, was man daraus jetzt eben zu folgern habe, dass eben dieses Patt sich eingestellt habe. Das ist kein Patt, das können wir, glaube ich, mit Bestimmtheit sagen. Aber wie es weitergeht, ist wirklich sehr schwer zu sagen. Ich meine, es gibt zum einen, ich bin grundsätzlich bei dir, Carlo, was die Frage angeht, ob man sich da aus dem Fenster lehnen sollte und irgendwelche Prognosen abgeben. Die Antwort lautet nein. Es ist wirklich extrem schwer zu sagen. Ich will nur quasi aufzeichnen, wie es gehen könnte. Es könnte natürlich sein, und das ist so ein bisschen die Lesart, die zurzeit auch relativ viel vorgetragen wird, dadurch, dass eben diese 2 Verteidigungslinien schon durchbrochen sind, dass Russland zum Teil sehr viel so Vorwärtsverteidigung gemacht hat. Die haben ja nicht nur in den Gräben gesessen und aus diesen defensiven Positionen heraus verteidigt, sondern haben auch Gegenstöße gemacht und so. Zum Teil in einem Ausmaß, dass man sich wundert und dass einige sagen, dass das ein Fehler war und man sich fragt, warum das so angeordnet wurde. Leute, die ganz viel spekulieren möchten, sagen, das liegt an Putin, der das alles sozusagen direkt vom Kreml aus so befiehlt. Das war sehr verlustreich für die russische Seite. Und diese Lesart sagt eben, 2 Verteidigungslinien sind überwunden. Und wenn man erstmal da durch ist, sind hinten ja keine Minenfelder mehr, weil dann hätten die Russen ja im Grunde ihr eigenes Rückzugs- und Logistikgebiet vermint. Das heißt, ab dem Punkt, wo man durch ist, geht es schneller. Also es gibt eine Variante, die sagt, wenn
dieses extrem zähe sich da durcharbeiten mal vorbei ist, dann sozusagen wie so eine Art Dammbruch fließt es schneller, dann könnte man unter Umständen das sich vorstellen, dass viele Kilometer vorgedrungen wird in diese Landbrücke rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das Meer noch erreicht, ist aber, glaube ich, doch von den allermeisten als extrem gering eingeschätzt. Also das ist die eine, würde ich sagen, vielleicht eher optimistische Lesart, die nächsten 3-4 Wochen beschreibt. Und ich glaube, die andere, die ich auch für möglich halte, ist eben, dass wir tatsächlich uns dann doch irgendwann in einem Patt wiederfinden, wo es eben wirklich keinen Zentimeter mehr weitergeht für die Ukraine und wo auch diese ganzen, ja, Deep Strikes, diese Schläge ins hinter der Front nicht diese Wirkung haben, die man sich von ihnen verspricht, nämlich dass halt irgendwann tatsächlich die russischen Linien da zusammenbrechen. Das wollte ich nur nochmal sagen, so in diese beiden Richtungen kann es gehen und es ist wirklich unseriös zu sagen, ich weiß, es wird so kommen oder ich weiß, es wird so kommen. Mit dieser Ungewissheit muss man halt leben und man muss eben gucken, aus dem, was man wissen kann, sozusagen die richtigen Schlüsse zu ziehen und die beste Beschreibung zu liefern von dem, was wir sehen. Aber wie das in 4 Wochen ist, also niemand kann das seriös sagen. Ich kann Frank absolut nicht widersprechen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich jetzt die letzten 10 Minuten keine Internetverbindung hatte und deswegen nicht weiß, was er gesagt hat. Das ist doch schon mal ein gutes Argument. Das können wir eigentlich so lassen. Carlo, ich wollte dich jetzt noch fragen. Du redest ja auch viel und hast gesagt, 40-50% Siegeschance der Ukraine. So wirst du jedenfalls zitiert. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hat die Presse falsch wiedergegeben. Gut, ich, dann wollen wir das klären. Ich bin gefragt worden, es gibt diesen Bericht, ich glaube in der New York Times, wo der Chefanalytiker der Defense Intelligence Agency sich geäußert hat. Und der gesagt hat, er gibt den Ukrainern eine 40-50%ige Chance, dass diese Gegenoffensive noch in einen Erfolg wird. Und ich bin gefragt worden, was ich davon halte. Und in der Offenheit, also nicht, weil es der Münzwurf ist, so nach dem Motto 50% heißt, sie verlieren, 50% heißt, sie gewinnen, sage ich, ja natürlich, es sind alle Voraussetzungen gegeben, dass das Ding noch zu einem Erfolg wird. Aber der Punkt ist natürlich, und ich weiß nicht, ob Frank das jetzt gerade eben erwähnt hat, weil, wie gesagt, ich hatte keine Internetverbindung, das ist ja etwas Dynamisches. Und wir sehen ja, dass in vielen Punkten die russische Armee natürlich auch gelernt hat aus den Fehlern, die sie gemacht hat in den letzten 18 Monaten. Hm. Und die Voraussetzungen sind alle gut gegeben. Wenn du dir die Karte zum Beispiel anguckst, ne, dann siehst du bei Tokmak noch eine gut ausgebaute Verteidigungslinie. Und ich würde argumentieren, zum Beispiel die Ukrainer müssen nicht Tokmak einnehmen, um diesen Eisenbahnverkehrsknotenpunkt zu unterbrechen, sondern den kannst du auch schon, wenn du auf die Karte guckst, östlich von Tokmak unterbrechen, ohne dass du den Kampf um die Stadt machst. Und danach ist relativ viel freies Feld. Aber der Punkt ist, wie reagieren die Russen? Was wird sozusagen die Taktik der Russen sein? Und von daher kann man das überhaupt nicht einschätzen. Ich sage immer nur, die Voraussetzungen sind gegeben, dass das Ding noch relativ erfolgreich werden kann. Ich würde immer sagen, wir werden nicht den Durchbruch zum Asowschen Meer sehen. Den werden wir nicht sehen. Aber wenn sie weit genug runterkommen, reicht das auch schon, wenn ihre Artilleriesysteme und die Raketenwerfer in die Nähe der Krim kommen. Also in die Reichweite der Krim. Würde schon reichen. Und diese Voraussetzungen sind gegeben. Aber das heißt nicht, dass es passieren wird. Bei Voraussetzungen kommen wir doch eigentlich schon an diesen anderen Punkt. Voraussetzungen hängen ja sehr stark damit zusammen, was aus dem Westen weitergeliefert wird und was neu geliefert wird. Da wollte ich nämlich gerade drauf einsteigen. Ich fand das super interessant, dass auf dieser ganzen Konferenz und auch bei den Nebengesprächen, und vielleicht liegt es ganz einfach daran, dass diese Fragen F-16 geklärt sind. Also, Taurus war kein Thema. Ja? Das auch war nirgendwo ein Thema. Obwohl Kuleba ist ja, also der ukrainische Außenminister, beim Treffen mit Baerbock nochmal gesondert angesprochen hat. Also es absolut ist schon richtig. Noch Thema für die Ukraine. Ja, nein, ich rede von der Konferenz. Ich rede nicht von Kuleba. Also Taurus, ne, nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das nicht jeden Tag machen, sind die deutschen Marschflugkörper, die die Ukraine gerne hätte. Deutschland in der Art und Weise, wie wir das ja eigentlich für jede Lieferung gesehen haben, denkt gerade drüber nach, zieht sich am Ende, liefern sie wahrscheinlich sowieso. Wichtig vor allen Dingen ist zu sehen, dass die Franzosen und die Briten schon ähnliche Systeme geliefert haben in der Vergangenheit. Aber ja, also das ist quasi die aktuelle Diskussion nach den Panzern und all den anderen Dingen, die wir hatten. Und Annalena Baerbock war ja auch gerade in Kiew und wurde da auch spezifisch nochmal nach Taurus gefragt. Was dort ein Thema war, bei all den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war das Problem von Lancet. Hm.
Also das sind russische Drohnen, wo die Ukrainer ein extremes Problem haben, die zu abzuwehren. Also Einwegdrohnen so, ja. Die haben eine Sensorik und die schwirren oben rum und suchen Ziele und dann stürzen sie sich da rein. Die sogenannten Kamikaze-Drohnen, ja. Aber eben nicht die iranischen. Das ist ein Thema halt sozusagen, was denen wirklich Kopfzerbrechen bereitet, weil sie nicht wissen, wie sie das in den Griff bekommen sollen. Weil die Produktion hochgefahren haben ohne Ende von den Dingern. Dann das Zweite, und das hängt natürlich auch mit Lancet zusammen, ist immer so schön gesagt worden, this war is a jamming battle. Mhm. Ja? Mhm. Und da die Kapazitäten zu erhöhen, ist ein Anliegen der Ukraine. Elektronische Kriegsführung. Elektronische Kriegsführung. Genau, this war a jamming battle. Es geht darum, gerade eben, also fliegende Systeme, Drohnen insbesondere, zu stören mit eben elektronischen Maßnahmen. Genau, und da sind die Russen relativ gut geworden in der letzten Zeit. Ja, Ukrainer machen das auch, aber sehen sozusagen die Notwendigkeit, da wesentlich besser zu werden. Ja. Und der dritte Punkt ist der altbekannte Punkt, auf den wir auch immer hingewiesen haben. Also neben diesen ganzen fancy Systemen, Munition, Ersatzteile. Ja, also über F-16, über Taurus, das wurde jetzt nicht so dick thematisiert, sondern eher diese Fragen, also diese Lancet-Geschichte ist etwas, was die umtreibt. Weil sie nicht wissen, wie sie das in den Griff bekommen und weil es den eigenen Verbänden doch erhebliche Verluste zufügt. Naja, aber ich warte, wie man das in den Griff bekommt, ist einfach. Gepard, ja. Brrt, brrt, brrt. Wenn du sowas hast. Ja, aber auch so viele Geparden kannst du nicht liefern, dass du sozusagen ist klar. Alle Verbände damit schützen kannst. Das ist das Problem. Aber das ist super spannend, dass du das sagst, weil was wir in der Ukraine, das ist ja auch, was ich mir sehr stark angucke, aber was wir in der Ukraine gesehen haben in den letzten anderthalb Jahren, ist eben wirklich dieses Katz-und-Maus-Spiel. Gerade zwischen eben Drohnen und Raketen und der Abfangmaßnahmen. Und die Ukrainer haben da eine unglaubliche Entwicklung und Lernkurve auch gehabt. Also zum Beispiel gerade was die Abwehr von den iranischen Einmaldrohnen oder Kamikaze-Drohnen angeht, diese Shahed 136, die ja Russland verwendet und von denen sie ja also einen Großteil abfangen, ohne jetzt die Prozentzahl mich darauf festlegen zu wollen. Das hat die Ukraine ja extrem gut gemacht. Insofern, ich sehe die Problematik mit Lancet, habe aber da die Hoffnung, dass man auch das eben mit der Zeit in den Griff bekommt und entweder mit den Systemen, die man hat oder dann noch mit anderen, da eine Lösung findet. Aber es gibt ganz klar dieses Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt immer irgendwie eine Seite, die gerade einen Vorteil hat und in der Lage ist, ein System in die Luft zu bringen, was die andere Seite so nicht abfangen kann. Vielleicht haben einige Zuhörer und Zuhörerinnen auch diese Geschichte mit der Pappkarton-Drohne irgendwie gehört. Das ist auch so ein Gimmick, die entscheidet nicht den Krieg. Der Witz ist einfach nur, dass das ein System ist, worauf die Russen jetzt nicht unbedingt eingestellt waren. Das kann sich auch morgen wieder ändern. Und insofern, ja, ist das interessant, dass jetzt eben die Lancet das die große Herausforderung aktuell ist. Interessanter Nebenaspekt, weil du sagst, Lancet mit der Zeit in den Griff zu bekommen, ist natürlich das Problem, dass Zeit da Menschenleben kostet. Ja. Nee, absolut. Aber jetzt komme ich halt zu dem Punkt und man in der Ukraine sieht, dass die Mobilisierungsbemühungen einfach verschärft werden. So. Da wollte ich dich eh was zu fragen. Na, also es gibt diese Curfew, was heißt das? Ausgangssperre? Ja. Ausgangssperre ab Mitternacht. Und die gibt's schon lange, das ist nicht das Thema. Die war sogar früher, die war ab 10 sogar. Oder ab 10, ich weiß jetzt gar nicht, ob 10 oder Mitternacht. Nee, jetzt ist es ab Mitternacht, glaube ich. Aber letzten Endes wird hier ganz oft erzählt von Zivilisten und Zivilistinnen, dass jetzt wirklich das Risiko besteht, dass wenn du als junger Mann da sozusagen erwischt wirst, dass du zunächst einmal darauf getestet wirst, ob du nicht eingezogen wirst. Also weniger sozusagen als ein Vergehen gegen eine Verordnung geahndet, sondern gleichzeitig auch das Risiko immer dann besteht, dass du dann irgendwie im Rekrutierungsbüro landest und eingezogen wirst. Weil man ohnehin auf der Liste steht oder als Maßnahmen. Nee, weil diese Mobilisierung jetzt einfach verschärft gemacht wird. Es ist aber ein super wichtiger Punkt, als dass Michael Kaufmann ist ja einer der Analysten, im Westen zumindest, wenn nicht weltweit, der diesen Krieg am engsten verfolgt und da am meisten drüber schreibt und weiß, würde ich jetzt auch mal sagen. Und der schrieb gerade in einem War on the Rocks Artikel auch, dass eine der großen Herausforderungen jetzt eben auch die Reserve ist, also die menschliche Reserve. Und da habe ich mich eben auch gefragt, also der Westen liefert ja der Ukraine weiterhin viel Equipment auch und Munition und so weiter, auch wenn da eben, wir kennen die Diskussion über Lieferschwierigkeiten und anderes besteht. Aber was eben nicht, in Anführungsstrichen, geliefert wird, sind Soldaten. Und deswegen, Carlo, wollte ich dich das auch noch fragen, inwieweit denn das eigentlich ein Thema ist, dass... Null. Interessant. Weil sie noch
genug haben? Oder also das klingt so grauenhaft. Wir reden hier über Menschen, ja, die sterben und verletzt werden. Aber es ist eben leider auch die Logik des Krieges. Also auch das ist eben... Auch dieser Begriff Abnutzungskrieg, an den man sich ja auch eigentlich mehr oder weniger gewöhnt hat. Aber wenn man innehält, ist es einfach... Abnutzung heißt einfach, genau. Wo sterben mehr Menschen? Ne? Es sind halt die Begriffe, die man sozusagen in der Analyse von Kriegen benutzt. Der Punkt ist, und jetzt kommen wir halt wieder in den Bereich sozusagen, wo man sagt, genaueres weiß man nichts. Na? Also diese Frage Personal ist eine, über die Ukraine komplette Operational Security gelegt hat. Du hörst immer wieder die Zahlen von 300.000 bis 400.000, die man noch mobilisieren könnte. Ja, aber ob die stimmt, ist eine völlig offene Frage. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gilt weiterhin so, dass das geringere Mobilisierungspotenzial, das die Ukraine halt hat, aufgrund der Tatsache, dass das nur 43 Millionen sind in der Ukraine, die Menschen, die dort leben. Und ich glaube, 10 Millionen sind ohnehin schon weg. Die haben halt ein geringeres Mobilisierungspotenzial als die Russische Föderation. Dass das kompensiert werden soll durch halt das Training, das die erfahren im Ausland. So. Und natürlich die Überlebensraten, dadurch, dass sie zum Beispiel eben in einem Marder oder in einem Leoparden sitzen und dann halt da rauskommen lebend. Ja, und natürlich, dass ein großer Schwerpunkt auch in der letzten Zeit gelegt worden ist, und das sieht man ja auch immer wieder, und das kann man, glaube ich, relativ belastbar sagen, deren Sanitätsdienst und die sanitätsdienstliche Ausbildung der Soldaten ist einfach besser. Das heißt also... Auch die Ausstattung, ne? Ja, während viele Russen ganz einfach sterben an Sachen, wo sie nicht sterben müssten, weil halt entsprechende Tourniquets und so weiter nicht vorhanden sind, also Sachen zum Beispiel zur Blutstillung, zum Abbinden von Wunden und so weiter, ist das bei den Ukrainern schon vorhanden. Deswegen sind die in der Lage, ihre Leute zu retten. Ja? Ich möchte mal eben kurz der eine Punkt, das finde ich nämlich, das wird meistens übersehen, was Frank gerade gesagt hat. Also westliche Waffensysteme sind nicht die Wunderwaffe. Der Leo ist nicht der Kampfpanzer, der den Krieg entscheidet, aber er bietet den Soldaten Schutz, ein höheres Schutzniveau. Und das heißt, selbst wenn so ein Panzer kampfunfähig geschossen wird, ist die Chance, dass die Besatzung überlebt, immer noch ein Tick größer als bei älterem sowjetischen Gerät beziehungsweise russischem Gerät. Das haben wir ja auch schön bei diesem Marder-Video gesehen, der getroffen wurde, und alle 10 waren in der Lage, da lebend rauszukommen. So. Warum waren da 10 drin? Weniger als 10, weil eigentlich dürfen nur 8, ne? 9. 8 im Kampf. 9, ja. Alle 9 sind da lebend rausgekommen. Ja, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Ja, also es gilt weiterhin, bei diesem ganzen Krieg, der russischen Quantität wird versucht, sozusagen Qualität entgegenzusetzen. Sowohl was die Ausbildung anbelangt, was die Behandlung von Verwundeten anbelangt, sowohl was das Material anbelangt, sodass halt die Verlustzahlen, so hoch sie sind, das klingt jetzt zynisch, aber sicherlich höher wären, wenn es all das nicht geben würde. Ja. Das ist ja meines Erachtens eine der, wenn man so will, eine der Lehren, die man bisher schon aus diesem Krieg ziehen kann, nämlich genau diese Debatte um Quantität und Qualität. Und das ist ja was, das zieht sich ja durch alle Militärstudien immer schon. Und gerade der Westen hat ja, also eben auch schon im Kalten Krieg, genau gesagt, wir setzen der Quantität der Sowjetunion eben die Qualität unserer Systeme entgegen. Und das hat ja weitestgehend funktioniert, ohne da jetzt einsteigen zu wollen. Naja, es wurde nie getestet, aber gut. Ja, genau, aber also Rüstungswettlauf und sowas hat ja auch zumindest damit beigetragen, auch dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Aber das war eben so diese Logik. Und was jetzt halt interessant ist, ist, dass wir in diesem Krieg sehen, auf der einen Seite, ne, Stichwort Marder und Leopard und all sowas, sehen wir, dass diese Qualität in der Tat extrem wichtig ist und der Ansatz richtig war. Auf der anderen sehen wir eben auch in diesem Krieg, wie wichtig Masse auch ist und welche Rolle Masse spielt. Also eben diese Hunderte und Tausende von Drohnen, die da geschickt werden. Es gibt diese Hochrechnung, dass zur Hochzeit die Ukraine bis zu 10.000 Drohnen im Monat verloren hat. Da sieht man, es ist nicht nur eine Frage zwischen hoher Qualitätssysteme und vielen weniger qualitativ hochwertigen Systemen, sondern wir sind jetzt auch in der Zeit, wo du auch selbst von diesen mehr so Hightech-Systemen sehr viele brauchst. Und ja, das ist meines Erachtens jetzt eine interessante Entwicklung in dieser ganzen Qualität-Quantität-Debatte, die, wie gesagt, da schon ewig auch... Naja, es gilt das, was ich vor Monaten gesagt habe. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird Quantität eine Qualität in sich selber. So, genau. Und das ist genau das, was wir da sehen.
diese Überlegenheit des Materials hat aber nicht nur was mit militärischer Effektivität zu tun, also im Sinne von eine Panzerhaubitze 2000 wiegt eben 5 Artilleriesysteme aus sowjetischer Zeit auf oder so, sondern hat eben auch was damit zu tun, dass da bestimmte politische Überlegungen mit drin sind und Wertvorstellungen. Also das hat halt auch seinen Grund, dass man halt in einer parlamentarischen Demokratie Leute nur in so Gefährte setzt, die halt eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit mitbringen, dass sie die Leute lebend nach Hause tragen, weil Zinksärge eben politische Konsequenzen haben in Demokratien. Ja, sprich, du verlierst halt die nächste Wahl. Ganz vorsichtig, also wenn ich mir die Briten mit ihren Land Rovern in Afghanistan angucke, dann... Naja gut, aber wir sind zum Teil auch völlig mit ungepanzertem Zeug in Afghanistan rumgefahren am Anfang und so weiter. Ich will nur sagen, also das ist schon ein Unterschied im Vergleich eben zu einem putinschen Russland, wo ein Menschenleben nicht so viel zählt. Ja, also inzwischen rekrutieren ja auch die Streitkräfte aus den Gefängnissen, das, was Wagner quasi eingeführt hat, um einfach nur sozusagen mehr Menschen an der Front zu haben. Und das spielt auch mit rein. Und deswegen hat es natürlich seinen Grund, dass diese ganzen Systeme, die dann eher versuchen, Masse herzustellen, im Westen unbemannte Systeme sind und unbefraut. Ja, also dass die halt ferngesteuert sind und da keiner mehr drin sitzt. Und die Amerikaner sprechen da immer schön von attritable. Also die sind im Prinzip Verbrauchsware. Die sollen sich abnutzen, ja. Worauf die Russen natürlich auch zunehmend gehen, ne? Klar, ja. Wobei, ich meine, die 10.000 Drohnen, die Rieke meinte, nicht, dass da irgendjemand falsche Vorstellungen hat. Damit sind halt Quadcopter gemeint, so wie aus dem Hobbybereich, ja. Also am Rande gesagt, ne, östlich von Kiew, irgendwie 60 oder 70 Kilometer, gibt es eine Drohnenschule, an der Soldaten, wenn man mich nicht belogen hat, an 70 verschiedenen Modellen ausgebildet werden. Das ist ein Riesenwahnsinn, was da passiert, ja. So, also stell dir vor, in einer regulären NATO-Armee hast du plötzlich 70 verschiedene Drohnen, die da operiert werden müssen. Die Leute würden kollabieren. Diese Drohnenthematik, ohne das jetzt darüber machen zu wollen, aber das ist in der Tat unglaublich, wie viele Systeme und wie viele Exemplare dieser Systeme in der Ukraine eingesetzt werden. Auf beiden Seiten, aber vor allen Dingen auf der ukrainischen Seite. Und Frank sagt natürlich richtig, genau, das sind jetzt nicht 10.000 irgendwie Militärsysteme und bewaffnete Reaper-Drohnen, die da verloren gehen. Es wird eben auch wahnsinnig viel eigentlich zivile Systeme eingesetzt. Also wirklich die chinesischen DJI-Quadcopter, die wahrscheinlich einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen selber haben und bei sich im Garten fliegen, die werden da militärisch eingesetzt, teilweise so wie sie sind, teilweise umgebaut. In der Regel wird das Operating-System zumindest gejailbroken. Also es wird quasi gehackt, damit es keine GPS-Daten und so weiter sendet. Die sind natürlich nicht dafür gedacht, dass man sie militärisch einsetzt. Aber das ist eben... Was übrigens so einfach nicht ist. Also die aktuelle Version können sie auch noch nicht. Also wurde mir jetzt gesagt, dass es so ein Problem ist, dass die letzte Version noch nicht gehackt wurde. Ich war ja das... Wissen ja einige ZuhörerInnen, ich war ja auf dem Sommercamp des Chaos Computer Clubs, da gab es dann auch einen Vortrag von einem Menschen, der an diesem Jailbreaking der Drohnen beteiligt war. Ich bin irgendwann gegangen, weil es so technisch war, dass ich nichts mehr verstanden habe. Aber der dann auch sagte, ja, wir hatten das ganz große Problem, die Drohne funkt ihre Position, genau. Und vor allem die Position auch des Bedieners. Und der bekam dann eine Granate auf den Kopf und das mussten wir abstellen. Und das ist deutlich aufwendiger, als man so glauben mag. Ja, aber das ist auf jeden Fall, genau, das ist ein riesen Thema. Also wahnsinnig viele dieser zivilen Systeme werden eingesetzt. Und auf der einen Seite sind sie eben so fähig, dass sie eigentlich wirklich schon für militärische Zwecke einfach eingesetzt werden können. Teilweise werden sie umgebaut, auch bewaffnet, aber jetzt nicht unbedingt das. Aber eben wichtig ist, dass sie auch so verändert werden, dass sie eben nicht die Operateure gefährden. Aber ja, also diese Zahl ist Wahnsinn. Und auch nur, ne, ich weiß nicht, inwieweit das die Hörer und Hörerinnen wissen. Also die Bundeswehr hat momentan, ich weiß nicht, 5 oder 6 verschiedene Drohnensysteme im Einsatz. Und es gibt kein einziges System, von dem wir 100 oder mehr Drohnen haben. Also nur mal so für die Größenordnung. Vielleicht zwei Sachen noch. Und dann können wir vielleicht zu dem zweiten Thema übergehen, weiß ich nicht. Ja, wir müssen über Verhandlungen reden. Das nur ganz kurz. Ich war in so einem War Room und da waren... Gentlemen, you can't fight in here. This is the War Room.
da waren hunderte von Bildschirmen und ich habe mit dem Typen geredet, der sozusagen die komplette Koordination sämtlicher Aufnahmen, die Drohnen in der Ukraine irgendwo machen, bündelt, damit das gemonitort werden kann. Das ist irre, das ist absolut irre. Und der Typ ist so ein typischer Nerd. Ja, also wo du ja, denkst, dass der nicht in der Nase popelt und sozusagen sich zwischendurch die kalte Pizza noch reinschiebt, ist alles. Und das ist ein Zivilist, der halt aus dieser ganzen Techie-Szene kommt und das alles für die Ukraine auf die Beine gestellt hat. Ja, das ist das eine. Irre. Und das zweite, weniger irre, du siehst in Kiew total viele Kriegsversehrte, die aber dennoch Uniform tragen. Ja, also nicht Zivilisten, sondern die in Uniform der ukrainischen Streitkräfte sind und die, ja, die, wie nennt sich das, eine Prothese haben, entweder Bein, entweder Hand, den du im Gesicht ansiehst, dass sie im Gesicht getroffen wurden und dann operiert wurden, denen ein Auge fehlt, bei denen der Mund schief ist, weil sie irgendwo im Gesicht getroffen wurden, dass alles operiert wurde. Also das ist schon heftig, das ist wirklich, wirklich heftig. Da bekommt man natürlich auch nochmal mit, was Krieg bedeutet. Ja, also in der ganzen Abstraktion, wir reden jetzt über Drohnen, deswegen habe ich das gebracht. Drohnen sind so eine relativ Abstraktionsebene, da fliegt was und da macht Aufnahmen und wirft Sachen ab. Und du siehst halt unten auf dem Boden, siehst du die Leute, ja, die von den Abwürfen von diesen Systemen, wenn es Drohnen waren zum Beispiel, ja, Leid davon tragen, mit dem sie ihr ganzes Leben lang rumlaufen werden. Ja, das sind auch so Gespräche, die ich geführt habe, die wir vielleicht hier auch mal führen könnten bei einer anderen Gelegenheit. So diese Frage, da wird ja im Grunde auch eine ganze Generation und ein ganzes Land traumatisiert. Was das für die nächsten 20, 30, 40 Jahre bedeutet, auch mit Blick auf Europa und das, die Friedens- und Sicherheitsarchitekturen, die zu schaffen sind. Ich würde eigentlich tatsächlich ganz gerne noch was über Taurus fragen. Bevor wir nochmal über Verhandeln reden. Taurus? Ich dachte, wir gehen über Lieferungen nochmal ganz zum Schluss. Ja, aber ein Satz nur von mir oder eine vielleicht eine Beobachtung und ihr sagt mir, dass ich damit aber einfach falsch liege. Ist es nicht trotzdem so, dass mit Blick auf Taurus Scholz erstaunlich ruhig geworden ist? Mein letzter Stand war, im September wird entschieden. Und seitdem habe ich keinen Piep mehr gehört, weil ich... Das hat aber nie Scholz gesagt, oder? Das hat Lindner gesagt. Weiß ich nicht, aber weil ich sage es nur, weil Rieck vorhin so im Vorbeigehen sagte, ja, und es dauert halt alles länger und so. Und das stimmt ja auch, bisher war es so, wir haben uns immer extra geziert, aber dann am Ende haben wir geliefert. Es wirkt so, als würden wir immer dasselbe Prozedere wiederholen, bei jedem neuen Waffensystem irgendwie, genau. Und dieselben Leitartikel und so. Ja, wir brauchen ja auch immer die gleiche Diskussion und so, genau, ja, immer das gleiche. Selben Argumente, alles immer gleich und am Ende liefern wir dann. Inzwischen bin ich mir bei Taurus nicht mehr so sicher. Also es ist sehr, sehr still geworden um diese ganze Thematik. Ich glaube, das große Problem bei Taurus ist weniger die Frage, dass die Ukrainer das nutzen könnten, um Ziele in Russland anzugreifen. Ich glaube, das glaubt in der Bundesregierung kein Mensch. Sondern ich glaube, dass die Bundesregierung, explizit der Bundeskanzler, keinen Bock drauf hat, dass er Ziele freigeben muss. Und die Brücke mit der Taurus weggesprengt wird. Aber er muss doch keine Ziele freigeben. Genau, wieso muss er denn Ziele freigeben? Nach außen erkennbar wird er keine freigeben. Ja, aber auch nach innen. Es gibt die Vereinbarung mit den Briten, das war in der Presse drin, dass die beiden Schläge auf die Krim vom 19. und vom 21. Juli vorab von den Briten genehmigt wurden. Die geben die Ziele nicht ein, sie genehmigen nur. Mhm. Also das heißt, die Ukrainer sagen, wir würden gerne das und das mit der Storm Shadow wegpusten. Okay. Und die Briten sagen, okay. Ja. Und Scholz Beispiel, will das nicht gefragt werden. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Scholz will das nicht gefragt werden. Ich glaube, es geht weniger um diese Russland-Geschichte, weil das kann man nicht glauben, weißt du? Also die Storm Shadow ist da, die Scalp ist da. Beides Dinger, die auch Ziele in Russland angreifen können. Du, Carlo, Ich bin mir nicht sicher. Und warum soll das dann plötzlich mit der Taurus passieren? Die Franzosen haben ja laut Presseberichten sozusagen einen Vertrag mit den Ukrainern unterschrieben, wo die Ukrainer zugesichert haben, die Dinger nicht gegen Russland also gegen Ziele in Russland einzusetzen. Mhm. Laut Presseberichten geben die Briten die Sachen frei. Und ich glaube, es geht um die Brücke. Also zwei Punkte. Erstens, ich habe diese dreiteilige ARD-Doku geguckt, irgendwie, die den Titel trägt, Regieren am Limit. Was so quasi ein Twitter-Witz sein könnte. Ja, diese gestern oder was? Ja, die. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Genau. Und ich fand die außerordentlich aufschlussreich. Ich finde, es sollten auch vor allen Dingen mal diejenigen gucken, die da immer besonders laut schreien, wie schrecklich unsere Regierung ist und wie die alle quasi gar nichts können und so.
Oder insbesondere natürlich auch die Leute, die auf Scholz eindreschen und alle im Kanzleramt, was diese Waffenlieferungsthematik angeht. Weil ich finde, man sieht den Leuten da schon an, dass es sie ernsthaft sozusagen irgendwie umtreibt, so bestimmte Dinge. Und ich finde es halt immer schwierig, von der Couch aus zu sagen, was zieren die sich so? Ich glaube, wenn man in dieser Verantwortung steckt, ist man sogar gezwungen, das doppelt zu überdenken. Ich würde immer noch behaupten, es wäre besser, sie wären 15% mehr entschlossener. Aber der Eindruck, der sich vermittelt in dieser Doku, wenn man Scholz zuhört, Schmidt zuhört und so weiter, ist halt schon, dass die extrem sich Sorge machen vor diesem Flächenbrand. Und das ist quasi ein Motiv, was in dieser Doku von 22 bis 23 sich über 12, 13, 14 Monate durchzieht und mehr oder weniger gleich geblieben ist im Denken von Leuten wie Scholz und Schmidt und so weiter. Und deswegen glaube ich, dieses nicht diesen Krieg sich ausweiten lassen, sodass NATO beteiligt wird und so weiter, ist nach wie vor ein absolut zentrales Motiv. Ich sage nicht, dass ich das teile, ich sage nur, das ist das, was da eine Rolle spielt. Ja, aber das und diese, aber jetzt ganz ein Satz, diese Problematik, die du beschrieben hast, dieses, ich will nicht gefragt werden, ob der deutsche Marschflugkörper die Kertschbrücke zerstört, das kann man ja lösen, indem man halt einfach ein politisches Dokument aufsetzt und sagt, Kinders, wir wollen das gar nicht im Detail wissen, schießt auf die Ziele, die ihr für militärisch notwendig haltet, solange die nicht auf russischem Territorium sind. Dankeschön, hier ist das Ding. Na, aber viel Erfolg. Der Punkt ist folgender. Also jetzt, ob der Kanzler gefragt werden würde oder nicht, das spricht ja nicht gegen das, was du gesagt hast. Weil nämlich, wenn du eine Eskalationsangst hast, hast du die auch, wenn die Brücke weg ist. Das Wort hast du jetzt benutzt. Das habe ich mit sehr viel Mühe umschifft die ganze Zeit. Ich sag's aber nur, ne? wenn du genau diese Angst hast, dann existiert die natürlich auch, wenn die Brücke weg ist. Weil dann wird's fucking kritisch für die Russen auf der Krim. Ja. So, das heißt also die Frage, ob du jetzt, ich sag mal ganz blöd, keine Ahnung, was in 500 Kilometer Reichweite ist, ob du irgendeine Stadt in Russland damit beschießt oder irgendeine Installation in Russland oder die Brücke, bei der Brücke kannst du genauso dann diese Angst haben, dass die Russische Föderation dann sozusagen nuklear reagiert zum Beispiel. Also von daher widerspricht das nicht. Ja, aber die Brücke kann doch auch mit anderen Dingen, die Ukraine versucht. Ja, aber wohl nicht so gut wie mit der Taurus. Ja, die Taurus also, wäre. Ja, und das liegt am Pimp. Das wisst ihr doch alle. Ihr wisst, dass der Zünder vom Taurus Pimp heißt. Ja, also die Taurus ist wohl am besten dafür geeignet, die Brückenpfeiler platt zu machen, was die Storm Shadow nur durch einen Glückstreffer kann. Oder die Skype nur durch einen Glückstreffer kann. Also von daher ist diese Angst, die du beschrieben hast, kann genauso für die Brücke gelten. Ehe wir jetzt völlig in die Spekulation abgleiten, wir wollten noch drüber reden, Stichwort Krim, Kertschbrücke, Kim, Verhandlungen. Also es wurde ja... Hast du jetzt gerade Kim gesagt? Nee, das ist der andere. Krim. Es wurde ja Selenskyj so verstanden, als hätte er oder habe er die Tür aufgemacht zu einer Verhandlung, naja, Krim zurückerobern, klappt eh nicht, also können wir was anderes regeln. Und das wurde, dem hat er dann aber auch schon wieder widersprochen, 2-3 Tage. Ja, natürlich. Es wurde so interpretiert. Die Frage ist jetzt natürlich, Verhandlungen als solche, nach dem, was Putin, ich glaube, heute in Wladiwostok gesagt hat, so nach dem Motto, Verhandlungen gar nicht, weil Verhandlungen führen nur dazu, dass die Ukraine sich besser bewaffnen kann, ist dem, glaube ich, nochmal ein Riegel vorgeschoben. Ja, und weil die Ukraine gerade eine Gegenoffensive macht, das hat er auch nochmal gesagt. Ja, genau, weil die schießen ja, dann können wir ja nicht verhandeln, genau. Sozusagen. Die Bösen. Die übrigens scheitert auf ganzer Linie auch laut Putin. Ja, genau. Gut, klar. Aber trotzdem. Aber einfach die Haltung der Ukraine. Also es wird ja von einigen im Westen ja auch immer unterstellt, die Ukraine will ja gar nicht verhandeln. Ich glaube, das ist eine... Ist das eine Unterstellung? Die Ukraine will nicht verhandeln. Also zumindest, also nicht jetzt. Die wollen jetzt nicht verhandeln, weil sie zunächst mit militärischen Mitteln eine andere Verhandlungssituation herstellen wollen. Ja, also wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, will einer von den beiden verhandeln jetzt am 12. September 2023? Würde ich sagen, will nein. Keiner. Okay. Aber jetzt in dem Zusammenhang habe ich die ganze Aufregung um diese Selenskyj-Äußerung nicht verstanden, weil sie genau in dieser Logik liegt. Also zunächst einmal würde ich jetzt argumentieren, die Vorstellung, und ich glaube, da waren wir uns auch alle einig und die meisten sind sich da einig, die Vorstellung, dass die Ukraine die Krim militärisch erobern kann, ist total abwegig.
weil sie eine Kräftekonzentration braucht und sozusagen die Zugangspunkte zur Krim begrenzt sind, die, glaube ich, nicht klug wäre, weil man dann viele Kräfte aus dem Süden und dem Osten zusammenziehen müsste, wenn man dann die entsprechende Überlegenheit schafft. Also, was Zelensky meines Erachtens gesagt hat, ist, wenn die Ukraine es schafft, die Krim komplett von der Versorgung abzuschneiden, ja, dann kommt der Punkt, wo Verhandlungen über die Frage Entmilitarisierung, ich glaube, er hat den Begriff ja Entmilitarisierung benutzt, Entmilitarisierung der Krim möglich sind. Das ist ja das, was wie viele argumentieren, das ist der Moment, wo sich möglicherweise in Moskau was verändern könnte. Weil wenn die befürchten müssen, die Krim zu verlieren, werden sie vielleicht, ne, diese Logik, Fortführung des Krieges, fängst du dann an, mehr zu verlieren als zu gewinnen, werden die sich vielleicht an den Verhandlungstisch begeben, und zwar nicht mit den üblichen Forderungen nach, wir wollen alles, was wir besetzt haben, und über den Rest können wir reden. Deswegen, also vielleicht liege ich da falsch, aber ich habe die ganze Aufregung nie verstanden, weil sie eigentlich in der Logik dieser ganzen Idee liegt, auf dem Schlachtfeld so viel wie möglich zu erreichen, um dann eine Situation in Moskau herbeizuführen, in der irgendwer einsieht, dass von der Fortführung des Krieges die Russische Föderation möglicherweise mehr verliert. Und was kann sie sozusagen Dramatischeres verlieren als die Krim, als wenn man jetzt anfängt zu verhandeln? Übrigens eine Strategie, von der keiner weiß, ob und wann sie aufgeht. Das ist richtig, natürlich, klar. Ja, muss man sehr klar sagen. Natürlich. Also die Idee ist, genau diese Strategie zu verfolgen. Ob das gelingt, ist vollkommen offen. Was definitiv wir wissen, was nichts bringt, ist sagen, es muss verhandelt werden, statt Waffen zu liefern. Also, weil da ist der Ausgang klar, dann wird die Ukraine beendet. Ja. Und ich meine, zum Thema Verhandeln noch, sage ich jetzt auch nur im Sinne Aufwaschen nach der Sommerpause. Es gab ja diese Treffen in Dänemark, Kopenhagen und Saudi-Arabien, Jeddah, wo ja schon eine relativ große Gruppe an Staaten unter Beteiligung auch von China, Brasilien, Südafrika, EU-Staaten, die EU, ja, und so weiter, mit der Ukraine im Grunde schon so eine Art Vorbereitung führen, dann eine Verhandlungssituation zu schaffen versuchen, wo Russland mit am Tisch sitzt. Ja, also ich sage das jetzt auch nochmal explizit, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sagen, wie lange soll das alles noch weitergehen und so. Und es gibt auch diese Stimmen, die immer wieder sagen, verhandeln. Ja, also klar, verhandeln. Also alle wollen ja, dass verhandelt wird. Nur wann und wie, das ist die entscheidende Frage. Ja, irgendwie in Deutschland, in Castrop-Rauxel sitzen auf dem Sofa und rufen, die sollen mal verhandeln. Ja, führt halt nicht dazu, dass die Waffen schweigen. Ja? Ich ahne schon die bösen Zuschriften aus NRW. Also egal, ob Castrop-Rauxel oder sonst wo. Ja, ja, also ihr versteht, was ich meine. Die Idee aktuell ist, die am wenigsten beschissene unter all den beschissenen Lösungen ist, die Ukraine möglichst zu stärken, damit sie eine Verhandlungsposition erreichen kann, in der tatsächlich Verhandlungen möglich sind. Nochmal zu Jeddah, weil das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen. Jeder ist sich ja darüber bewusst, dass es jetzt zwar keine Zeit für Verhandlungen gibt, aber dass Verhandlungen vorbereitet werden müssen, falls es irgendwann mal Verhandlungen gibt. Und das passiert gerade in dieser Initiative, auch wenn sie auf der Basis des ukrainischen Friedensplans beruht, weil der nächste Schritt, den man in Jeddah vereinbart hat, also Jeddah war nochmal so ein High-Level-Meeting, ja, wo, keine Ahnung, wer waren da, die Außenminister oder sowas, oder Staatssekretäre, da hingekommen sind. Aber der nächste Schritt, den man jetzt vereinbart hat, ist, dass in den nächsten Runden man anfangen wird, Arbeitsgruppen zu gründen, die sich sozusagen mit den kleinteiligeren Aspekten einer möglichen Friedensverhandlung beschäftigen. Also nicht so the big picture, sondern wie regelt man das, keine Ahnung, ob es eine Demilitarisierung gibt und so weiter und so fort. Also das ganze Argument, es gibt ja keine Initiativen für Verhandlungen, ist völlig fehlgeleitet, weil man bereitet jetzt Verhandlungen vor, für den Zeitpunkt, dass es mal zu Verhandlungen kommt. Wann das sein wird, weiß keiner. Ja, und ich kann übrigens alle verstehen, die da ungeduldig sind, aber denen muss man auch sagen, solche Dinge machen in aller Regel viele Dutzende, wenn nicht eine dreistellige Anzahl von Treffen notwendig. Das wird sehr lange dauern und man kann nur hoffen, dass, wenn das irgendwann so ist, soweit, da dann auch in dieser Zeitraum ein stabiler Waffenstillstand herrscht. Etc. Also das ist nicht übers Wochenende zu klären. Also vielleicht muss man einfach sagen, das ist vielleicht auch manchen nicht klar, es gibt einen Unterschied zwischen Friedensverhandlungen und Kapitulationsgesprächen. Na? Ja, und das ist hier nicht Letzteres. Eben. Wenn du dir anschaust,
wie lange die Madrider, und das war eine ganz andere Ausgangsbedingung, wie lange die Madrider Friedensgespräche gedauert haben, die nach dem Zweiten Golfkrieg einberufen wurden und die sozusagen Stabilität und Sicherheit in diesem ganzen arabischen Raum zwischen Israel und den arabischen Nachbarstaaten geschaffen werden sollten. Das waren Jahre und 80% dieser Sachen waren nicht erfolgreich, weil sie so kompliziert waren. Also nochmal der Punkt, Friedensgespräche werden lange dauern, bis man irgendwas hat, worauf sich alle einigen können und möglicherweise bereit sind, das dann auch durchzusetzen. Ja, und Spoiler, währenddessen wird man der Ukraine weiterhin die ganze Zeit Waffen liefern müssen. Ja, absolut. Weil die einzige Sicherheitsgarantie, die sie wirklich haben, ist Abschreckung. Okay. Gut oder nicht gut, aber jetzt haben wir einen Überblick. Wir haben jetzt über so viele Dinge auch noch nicht gesprochen. Stichwort Grain Initiative und Getreidelieferung. Das Thema wird uns bleiben. Ja, steht still. Getreidelieferung. Ja, aber was ist mit den Schiffen, die jetzt fahren? Was ist mit der britischen Ankündigung, russische Aktivitäten im Schwarzen Meer zu monitoren mit eigenen Überwachungsflugzeugen? Also da ist noch viel interessanter Stoff drin. Also einen wichtigen Punkt, je nachdem, wie die Russen jetzt reagieren oder nicht, ist, dass es den Ukrainern ja gelungen ist, diese Bohrinsel vor der Krim zu erobern, wo Radarinstallationen waren, die letzten Endes das Schwarze Meer überwachen. Und Bohrinsel, die Russen ja schon vor 22 sich unter den Nagel gerissen haben. Genau. Und militärisch nutzen zur Kontrolle und Überwachung des Schwarzen Meeres. Und da haben sie erstmal diese ganzen Radardinger abgeflext. Haben sie abgeflext. Hätte und, nicht gereicht, einen Stecker zu ziehen. Okay. Das erhöht natürlich auch die Sicherheit der Schifffahrt dort. Wenn man sozusagen nicht mehr den ganzen Schwarzmeerraum überwachen kann, um dann entsprechend zu reagieren. Also, ist keine Garantie, dass Schiffe nicht angegriffen werden. Aber letzten Endes ist das schon mal ein guter Schritt dahin, dass es vielleicht Ich frage mich nur, wenn die Briten jetzt ihre Überwachungsaktionen verstärken, wie sie angekündigt haben, ob das zu unfriendly encounter definitiv führt. Also ob das ein neues Konfliktpotenzial ist. Und es gab ja schon mal die Situation, wo in der Nähe eines britischen Aufklärungsflugzeugs ein Lenkflugkörper einer Rakete abgefeuert wurde. Die Briten versucht haben, das runterzuspielen. Das war voriges Jahr, glaube ich. Mhm. Und gesagt haben, ja, das war eine Fehlzündung sozusagen. Das war ein Irrtum. Und irgendwann kam raus, die Russen hatten das Ding schon ziemlich bewusst abgefeuert. Also da ist natürlich auch viel Room for Error drin. Ja, und jetzt kommen wir aber zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den man auch mal allen sagen muss, nochmal in Erinnerung rufen muss. Dieser Vorfall, genauso wie die abgestürzte Drohne über Rumänien, zeigt, wie vorsichtig die NATO ist oder NATO-Staaten sind, sich in diesen Konflikt hineinziehen zu lassen. Jetzt unabhängig davon, warum diese Drohne in Rumänien da runtergekommen ist, aber sozusagen die Marschrichtung ist, solange es geht, spielen wir diese Sachen herunter, um keine Hysterie, keine Panik zu erzeugen und keine Eigendynamik, die dahin führt, dass irgendwelche Verrückten dann plötzlich sagen, so, jetzt müssen wir Artikel 5 ausrufen und den Russen zeigen, wo der Bartel den Most holt. Ja? Also nochmal an diejenigen, die immer glauben, die NATO sei so erpicht darauf, in diesen Konflikt einzutreten oder die Ukrainer sozusagen würden es schaffen, die NATO in diesen Konflikt reinzuziehen, wo man sagen muss, bislang wird das alles extrem zurückhaltend behandelt und an dem Beispiel, das Thomas gebracht hat, sogar runtergespielt, um keine Eigendynamik zu erzeugen. Dafür, dass wir eigentlich über Sahel sprechen wollten, haben wir jetzt doch ziemlich viel Ukraine-Update gemacht. Also die HörerInnen jetzt verwirrt sind, wir reden heute nicht über Sahel. Nee, aber wir wollten ursprünglich... Ja. Keiner kennt den Hintergrund, Frank. Nee, ich weiß nicht. Aber wir reden hoffentlich bald über Sahel. Und wir reden auch natürlich über Ukraine, immer wenn es... Was Neues gibt, was auch ein bisschen blöd klingt. Aber es ist jetzt so, wir haben das jetzt mal gemacht, weil wir eine ganze Weile nicht zusammensaßen, zu viert. Und vielleicht auch ein paar Leute gibt, die jetzt wirklich endgültig aus den Sommerferien rausgekegelt wurden und sich mal fragen, was los ist. Bayern haben erst seit dieser Woche wieder Schule. Ja, so ist das. Aber es ist jetzt auch so, am großen Ganzen hat sich in den letzten 8, 10, 12 Wochen eigentlich nichts geändert, muss man auch so sagen. Ja. Deswegen, wir werden jetzt sicher nicht noch sehr viel mehr Ukraine Segmente haben. Wir haben ja schon fast eine Stunde drüber geredet, nur so mal zu sagen.
Okay. Es gibt eine Sache, über die wir reden müssen. Das wird im Herbst und im Winter passieren. Na, macht es nicht so spannend? Also ich sag jetzt mal so, ich bin der felsenfesten Überzeugung und interessanterweise, aber die Diskussion hatten wir schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als wir mit Claudia den Podcast aufgenommen haben. Und die wurde interessanterweise in der Ukraine auch angesprochen. Ich finde, da waren wir ganz gut analytisch. Man rechnet damit, dass im Herbst, Winter die nuklearen Drohungen zunehmen werden. Hm. Und man rechnet auch damit, dass sozusagen Aktivitäten sichtbar werden. Also Training, was? Bereitschaft. Genau. Wie auch immer. So. Du hast dir gedacht, wir haben noch nicht pessimistisch genug aufgehört, Carlo. Und wolltest Nein, wir gehen ja jetzt zu dem Feelgood-Thema Sondervermögen. Sondervermögen. Aber wir hatten eine Folge gemacht, ich glaube Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, mit Blick auf, was hält euch nachts wach und mit was rechnet ihr? Und da war das auch mein Punkt, dass ich mir dachte, vermutlich ist die Thematik noch nicht durch, sondern holt uns nochmal ein, auch wenn es möglicherweise irgendwie enger wird, genau, auf dem Gefechtsfeld. Und ja, also ich können wir das maximale Ironie, ich kann es kaum erwarten. Wollen wir das mal auf später im Herbst verschieben, ja? Ja, wenn es passieren sollte. Klar. Ja. Gut. Ja, nachdem wir schon gesagt haben, dass wir auch noch ein Feelgood-Thema brauchen, reden wir über den Bundeshaushalt. Da lief ja jetzt vergangene Woche die erste Beratung. Und zunächst mal, der Verteidigungshaushalt steigt. Betretene Begeisterung, ja. Ich wollte sagen, wolltest du jetzt Jubel von uns? Nee. Geld, das die Tarifverhandlungen für die Soldaten und Soldatinnen und Zivilangestellten rausgeholt. Genau, er steigt ziemlich genau um die 1,7 Milliarden, die die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst kostet. Das heißt, da wird das Geld reingetan, was auf dem Soldkonto der einzelnen Soldaten landet. Irgendwo muss es ja herkommen, also unterm Strich plus minus null. Interessant wird jetzt aber die Debatte über das Sondervermögen und natürlich der Dauerbrenner eigentlich, die berühmten 2% der NATO. Also die Zusage, die übrigens im kommenden Jahr 10 Jahre alt wird, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben auszugeben. Und das Interessante wird jetzt, es gibt das Sondervermögen, auch das kennt jeder, das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar vergangenen Jahres angekündigt. Das wurde nicht nur aufgesetzt, sondern auch noch im Grundgesetz verankert. Und die aktuelle Aussage ist also, ja, die 2% erreichen wir mit dem Verteidigungshaushalt und mit dem Sondervermögen. Rike gähnt schon, weil sie kann Rike es gähnt. Nicht mehr hören. Sorry, das hat nichts damit. Du kannst es nicht mehr hören, ne? Sehe ich ähnlich. Jetzt wird's aber interessant, weil das Sondervermögen war ja angelegt worden für die großen, wie es so schön heißt, überjährigen Ausgaben. Also die fetten Beschaffungen, die über Jahre den Haushalt binden. Stichwort F-35, der Kampfjet, Fregatten, neuer schwerer Transporthubschrauber. Das ist ja nichts, wo man zum Händler geht, sagt, kaufe ich, packen Sie es mir gleich ein, sondern es wird über Jahre geliefert und auch über Jahre quasi abbezahlt. Deswegen ist das mit dem Sondervermögen zunächst mal auf 5 Jahre angelegt, wird dann also in Scheibchen oder in Scheiben, Jahresscheiben abgezahlt. Jetzt ist die neue interessante Entwicklung, dass dieses Sondervermögen quasi geöffnet wird und auch für andere Dinge zur Finanzierung herangezogen wird. Also bisher war es eigentlich ziemlich eindeutig, sowas wie Munition musste aus dem normalen Haushalt kommen. Baumaßnahmen, eine Kaserne wird wieder fit gemacht, der Schimmel in der Dusche beseitigt und überhaupt alles neu gebaut, kommt auch aus dem normalen Haushalt. Die F-35, die Fregatten, der Hubschrauber, die kommen aus dem Sondervermögen. Und jetzt hat die Koalition aufgelegt eine Änderung in den Bestimmungen, genau genommen im sogenannten Wirtschaftsplan für das Sondervermögen, dass eben auch andere Dinge aus diesem Sondervermögen bezahlt werden können. Das Ganze hat sehr schön aufgedröselt der Bundesrechnungshof. Der hat nämlich pünktlich zum Beginn der Haushaltsberatungen ein umfangreiches Papier vorgelegt. Und das ist eigentlich,
wenn man sich das anguckt, schon ein Hammer. Da sagt er nämlich, diese Mischfinanzierung, die da vorgesehen ist, die geht gar nicht. Die widerspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die ist unsinnig. Unkalkulierbare Risiken für den Bundeshaushalt. Mischfinanzierung ist unzulässig. Das ist deswegen interessant, weil das Verteidigungsministerium hat gesagt, nö, sehen wir anders. So, erste Frage, Thomas. Die gesetzliche Grundlage zum Sondervermögen. Ja. Also die CDU-CSU-Opposition argumentiert, sie werden dadurch letzten Endes hinters Licht geführt, weil die Vereinbarung war, die 100 Milliarden sind nur ausschließlich für Großgerät. Ja. So. Ja. Ist das gesetzlich auch so festgeschrieben worden? Das war so, also es gibt ja die Einrichtung des Sondervermögens auch im Grundgesetz und die Details stehen halt im es gibt da, wie heißt das, eines dieser Gesetze mit einem Titel, die sich kein Mensch merken kann, und natürlich den Wirtschaftsplan. Und dieser Wirtschaftsplan, der wird mit dem neuen Haushalt geändert. Jetzt argumentiert die Union, das ist unzulässig, weil die grundsätzliche Ermächtigung für die Sondervermögen sah das nicht vor. Und Florian Hahn, der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, hat auch schon angedeutet, es könnte sein, wir gehen vors Verfassungsgericht und klagen gegen diese neue Art oder diese neuen Bestimmungen der Finanzierung. Weil auch, Entschuldigung, bevor Rico und Frank, nur ganz kurz als Follow-up, weil ja auch die Liste aus dem whatever, keine Ahnung, wann die gekommen ist, März, also wo das Gerät drauf stand, die war ja auch mit der Opposition so abgesprochen, ne? Die Liste steht im Wirtschaftsplan. Genau, okay, alles klar, das wollte ich noch wissen. Also im Grunde die Einkaufsliste, was gekauft wird. Ja, so nach dem Motto, aus diesem Sondervermögen wird bezahlt, erstens, zweitens, drittens. Ja, okay. Haben wir auch in der Folge besprochen, vielleicht erinnert ihr euch noch, da hatten wir genau mal die Liste vorliegen und sind so ein bisschen durchgegangen. So, und das genau wird geändert. Die Argumentation der Bundesregierung ist, ja, das kann man doch teilweise gar nicht so trennen. Verteidigungsminister Pistorius hat gestern noch bei einem Besuch des BAJUD, auch so ein schönes Kürzel, Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, gesagt, naja, es ist doch unsinnig, einen Panzer zu kaufen, aber nicht die Halle dafür zu bauen. Also warum sollen wir nicht die Halle für den Panzer auch aus dem Sondervermögen bezahlen? Das logisch, ist aber ein bisschen getrickst, weil es gab ja schon Infrastruktur, die von vornherein im Sondervermögen mit angelegt war. Insbesondere die neuen Hangars für die F-35 in Büchel. Mhm. Da war diese ganze Infrastruktur, weil nukleare Teilhabe und Pipapo, war schon mit eingepreist aus dem Sondervermögen. Das jetzt ganz aufzumachen und zu sagen, na ja, dann zahlen wir auch die anderen Kasernendinger aus dem Sondervermögen, ist ein interessanter Ansatz. Ja, Rike, okay. Ja, aber ne, darf ich da mal ketzerisch fragen? Ich verstehe, dass die CDU-CSU angepisst ist. Ich verstehe das politische Problem. Ich verstehe die rechtliche Frage, die ja der Bundesrechnungshof anspricht. Vielleicht ist es einfach irgendwie illegal, wenn man quasi was anderes beschlossen hat. Aber do we need to care? Also wenn ich quasi mich hinstelle und sage, was ich will, ist, dass die Bundeswehr vernünftig ausgestattet ist und das hat, was sie braucht. Mhm. Ist es für mich, ist es für die Bundeswehr relevant, ob der Hangar für die F-35 jetzt aus dem Einzelplan 14 oder aus dem Sondervermögen gebaut wird oder ob eben der Schimmel in der Dusche jetzt mit den 100 Milliarden aus dem Sondervermögen bereinigt wird oder aus dem Einzelplan 14. Also ist das eine politische irgendwie Debatte? Und wie gesagt, ich will das gar nicht kleinreden, politisch-rechtlich. Natürlich, ne, können die sich jetzt nicht ausdenken, was sie lustig sind. Aber für die Ausstattung der Bundeswehr, die ganze Idee ist doch zu sagen, hey, die brauchen mehr Geld und sie brauchen schnell mehr Geld und wir müssen beschaffen, was gebraucht wird. Und wenn sie jetzt eben sagen, wir brauchen jetzt eben doch Wollsocken und noch nicht die F-35, dann kaufen wir eben Wollsocken. Also bitte, kauf beides. Nee, aber der Punkt wäre doch, dass das Geld, das jetzt dafür ausgegeben wird, nicht zur Verfügung steht für die anderen Sachen. So, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, also für das Panzerbataillon ist es völlig Wumpe,
wo das Geld für die Halle herkommt. Denen völlig egal. Spielt keine Rolle. Es gibt aber zum einen den Punkt, da sind wir bei so einer rechtlichen Systematik, das Sondervermögen sind ja nicht in dem Sinne normale Haushaltsmittel, sondern es sind Schulden, die gesondert aufgenommen werden. Die halt nicht Schulden heißen. Deswegen sind da auch die Zinsen, 7 Milliarden, demnächst wahrscheinlich mehr, auch mit eingerechnet. Der viel interessantere Punkt, und das ist nämlich das, woraus es hinausläuft. Wenn man die Ansage der Bundesregierung ernst nimmt, 2% werden wir dauerhaft garantieren, dann steuert das alles jetzt schon absehbar darauf zu, dass wir sagen, ab 2027 haben wir aber, das Sondervermögen ist weg, den Peng-Bum-Knall-Verteidigungshaushalt von 85 Milliarden Euro. Und das ist politisch nicht durchsetzbar. Ja. Das ist die interessante Frage. Also es steuert ja alles darauf zu. Ja, und was wird passieren? Sie bauen sich noch ein Sondervermögen. Ich meine, ernsthaft, oder? Also wir reden die ganze Zeit wird erzählt, wir schaffen die 2%. Man guckt sich die Zahlen an und sagt, ich sehe es nicht. Wird es nicht darauf hinauslaufen, dass, wenn das Sondervermögen verbraucht ist, Ihnen auffällt, ach, wir brauchen noch eins und dann... Was im Übrigen planungssicherheitsmäßig für die Industrie eine Katastrophe ist. Also ich sehe dann schon, in 10 Jahren gucken wir zurück und sagen, ach, war doch die ganze Zeit Geld da. Aber es war eben irgendwie so schlecht vorbereitet, dass man da von der Industrieperspektive nicht vernünftig mit planen konnte. Aber läuft es nicht darauf hinaus? Weil diese ganze Narrative, klar, 2% stand jetzt gerade wieder irgendeine SPD, Frau, die das gesagt hat, it's not happening. Naja, es geht sogar noch einen Schritt weiter, weil es werden ja jetzt Verträge geschlossen, die dann in 5, 6, 7, 8 Jahren bezahlt werden müssen. Read my lips, du wirst nach dieser Legislatur keine politische und gesellschaftliche Zustimmung für ein erneutes Sondervermögen finden. Aber kriegst du eine Zustimmung für 80 Milliarden Verteidigungshaushalt? Nein, das kriegst du auch nicht. Das ist ja das grundsätzliche große Problem. Okay, also wir fallen jetzt wirklich einfach über die Klippe. Das ist das große grundsätzliche Problem, was existiert. Ja, Es gibt den Sturz von der Klippe. Die Frage ist, wie tief man fällt. Du wirst keine Zustimmung bekommen für eine Erhöhung des Einzelplan 14. Also wann kommt die neue Regierung ins Amt? 25. Mhm. Du wirst sozusagen nach Auslaufen des Sondervermögens, du wirst keine Zustimmung bekommen für die substanzielle Erhöhung des Einzelplan 14, um die Summe, die es braucht, um auf 2% zu sein. Never ever, glaube ich nicht. Und du kriegst keine gesellschaftliche und politische Zustimmung zum Sondervermögen. Ja, Sondervermögen bin ich ein bisschen weniger überzeugt als du. Der Druck ist weg. Das Sondervermögen war nur möglich, weil Russland angegriffen hat, alle davon ausgegangen sind, in 2 Wochen stehen die Russen im Baltikum. So. Maybe, aber haben wir nicht irgendwie haufenweise Sondervermögen, über die wir nie reden? Ja, natürlich. Also deswegen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht möglich ist. Das ist aber geboren aus einer tiefgreifenden politischen Krisensituation heraus. Solche Dinge waren möglich aufgrund der Pandemie und aufgrund des Kriegsausbruchs. Und das kannst du mal sozusagen 2025, wenn die ganz akuten Krisen nicht drängen, zum Beispiel mit einer FDP in der Regierung nochmal versuchen. Das kannst du vergessen. Ja, niemals. Zumal ja die Sondervermögen jetzt schon gerügt werden als im Prinzip, ja, so Schulden von hinten durchs Knie verschleiert, notdürftig. Natürlich drücken die Zinsen von diesen Sondervermögen auch irgendwann auf den Haushalt. Und du musst dann eben sozusagen Zinsen bezahlen, statt irgendwie damit andere Dinge zu tun, sinnvollere Dinge. Kann man sich da streiten, welche das sind. Okay, aber ganz... Das heißt, es gibt überhaupt keinen Zweifel für mich aktuell, dass genau das passieren wird, was zurzeit die Prognose ist. Nämlich, wir haben durch das Sondervermögen aufgestockt im gewissen Verteidigungshaushalt. Und wenn dieses Sondervermögen aufgebraucht ist, fällt der auf dieses Niveau zurück, auf dem er eigentlich ist. Und das ist drastisch unter dem, wie er mit Sondervermögen war. Das heißt, es gibt einfach diese Klippe, wenn man das als eine Kurve zeichnet, überzeichnet. Delta. Ja, und da fallen wir halt runter. Und die Frage ist sozusagen, wie viel politischen Willen gibt es, diesen Fall etwas abzufedern und das Ganze ein bisschen hochzuziehen. Okay, aber wenn dem so ist, dann würde ich ja eine Lanze brechen für das, was jetzt gerade die Regierung macht. Nämlich, dann kaufen wir mit dem Sondervermögen doch nicht noch überteures, super tolles Equipment, was ja
darf man nicht vergessen, noch mehr, genau, unterhalten werden muss. Und deswegen, ja, Moment, aber Sie kaufen es ja trotzdem. Ja, aber lass mich mal ausreden. Ich will nur sagen, wenn jetzt wirklich wenn wir sagen, es kommt kein anderes Sondervermögen, die 2% werden auch nicht passieren und es kommt diese Klippe, dieses Delta, dann würde ich ja echt sagen, okay, dann nimm das Sondervermögen jetzt, um eben die Stuben zu renovieren, um die Wollsocken zu kaufen und möglichst wenig neues Equipment, was dann ja unterhalten werden muss, weil sonst wird ja das Delta, sonst bauen wir uns quasi eine immer höhere Klippe, über die wir noch runterspringen. Ich will nicht, ganz ehrlich, ich will das nicht empfehlen, aber wenn wir ernsthaft sagen, weder Sondervermögen noch 2% kommen, dann ist das ja fast besser, als was wir uns jetzt eine F-35 und einen Chinook und was, whatever, in die Halle stellen, die ja alle dann gewartet werden müssen. Du hast absolut recht, Rieke. Und wir machen das Gegenteil. Der Punkt ist nur, wir erfüllen damit nicht das, was wir im NDPP hinterlegt haben, mit Blick auf was? NATO's Defense Planning Process, mit Blick auf Fähigkeiten. Die Frage ist, also jetzt auch mit dem Sondervermögen, kriegen wir das ausgestattet, was jetzt zum Beispiel also im Heer geplant ist? So, also da gibt's noch eine ganze Reihe dahinter. Wir werden dann ja weiterhin, also wenn wir so das handhaben, wie du das sagst, wo ja eine gewisse Logik dahinter liegt, reißen wir zum großen Teil unsere Commitments in der NATO. Mhm. Die Zuhörerinnen können es nicht sehen, ich mache virtuelle Anführungszeichen. Das Versprechen des Bundeskanzlers, dass die Bundeswehr die stärkste konventionelle Armee in Europa werden wird, in der NATO werden wird. Ja, und das ist alles dann perdu, wenn wir da so verfahren würden. Ja, oder wir kaufen halt super viel teures Zeug und dann fällt uns in ein paar Jahren auf, dass wir eine noch höhere Klippe gebaut haben. Also ganz ehrlich, vielleicht sprechen wir uns in 4 Jahren wieder, weil ich sage jetzt meine Prognose, wenn wir das nicht hinbekommen, und ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen, dann reden wir in der nächsten Legislatur über eine Verkleinerung der Bundeswehr. Ja, das glaube ich nämlich auch, weil dann wird man nämlich sagen, was ist eigentlich der größte Posten? Personalkosten. Ja, dann müssen wir halt einfach mal... Okay, dann werden wir Renten raus, dann werden wir Pensionen auslagern. Ja. Weil natürlich sozusagen, wenn wir Personal außer Dienst stellen, müssen wir denen ja weiter in die Pensionen zahlen. Ja, aber also die werden ja aus dem Einzelplan 14 bezahlt. Deswegen sage ich ja, dann werden wir die auslagern. Wohin? Keine Ahnung, in ein anderes Ministerium, das Pensionen zahlt. Arbeit, Soziales, weiß der Teufel was. Ja, aber ansonsten kannst du es nicht. Du kannst diese Truppe nicht unterhalten mit all dem, was jetzt angeschafft wird, wenn du den Einzelplan 14 nicht drastisch erhöhst. Ich entschließe mich dazu, etwas optimistischer zu sein. Ich rechne eher damit, dass wir dann doch, weil eben die Klippe zu steil ist, uns irgendwie noch was basteln. Ich denke an das Sondervermögen. Ich glaube absolut nicht an diese ganzen Stimmen, die immer und immer wieder wiederholen, dass die 2% gesichert seien. Finde ich auch Wahnsinn, dass es die ganze Zeit wiederholt wird, ob der Tatsache, dass nichts darauf schließen lässt. Aber ich glaube ja irgendwie, wir finden dann doch noch irgendwo ein Sondervermögen in der hinterm Bett. Wir finden irgendwo noch ein Sondervermögen. Ja, genau so wird es laufen. Huch, da unser Bundeskanzler ja jetzt 4 Tage lang als Pirat rumgelaufen ist, findet er bestimmt eine Schatzkarte, wo noch irgendein Sondervermögen liegt. Das denke ich, wird passieren. Das Sondervermögen ist da, wo das X auf der Karte ist. Da musst du Thomas, ja. warte, quasi nochmal zurück auf Null. Und es ist todernst gemeint jetzt. Warum machen wir das? Warum macht die Regierung das? Ja. So mit Pistorius und so. Ich verstehe den Satz von ihm und so. Clever, auch, haha, ja. Die Halle für den Panzer. Aber davon jetzt mal abgesehen, warum schnüren wir dieses Paket nochmal auf? Und warum bindet sich die Regierung den politischen Ärger und den juristischen Ärger damit ans Bein? Weil wir sonst keine 2% erreichen. Naja doch, die 2% schon, aber weil sonst nicht alle Beschaffungen langfristig angeschoben werden können. Weil der Einzelplan 14 einfach schon ausgeschöpft ist. Und man sozusagen Sondervermögensmittel nehmen muss, um diese Halle anzuschieben, den Bau der Halle anzuschieben, weil man einfach kein reguläres Geld mehr hat. Oder? Ja, es geht immer das Problem, was schiebst du wohin auf der Zeitachse? Mhm. Ja, also wo kannst du sagen, irgendeine Beschaffung, da kommen die großen Kosten erst in 3 Jahren oder in 4 Jahren. Was musst du aber jetzt machen? Wollsocken und die Halle sanieren? Mhm. Es gibt den schönen Begriff der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Haushalt. Also nach dem Motto, wir brauchen Geld dafür, das ist eigentlich für was anderes geplant, können wir jetzt aber rüberschieben. Und es geht hier nicht, oder geht es hier zwischen Sondervermögen und Einzelplan 14? Nein, offensichtlich so nicht. So wie ich das verstehe, wird es möglich. Das ist eine Kritik des Bundesrechnungshofs, dass genau diese Sachen möglich werden. Dass also diese Brandmauer, die es bisher gab,
zwischen dem Sondervermögen und dem normalen Verteidigungshaushalt durchlöchert, wenn nicht eingerissen wird. Also es läuft nach dem Prinzip, was nicht passt, wird passend gemacht. Aber jetzt breche ich mal eine Lanze für die Regierung, das ist doch sinnvoll. Also ja. Wenn man halt sagt, wir haben jetzt Kohle, die liegt da auf der hohen Kante, die wir aber leider gerade für die Sachen, für die ursprünglich mal gedacht waren, nicht ausgeben können, dafür haben wir andere Bedarfe, die müssen wir decken. Können wir das nicht irgendwie so hinmackeln, dass wir von dem Geld auf der hohen Kante dafür was nehmen? Da musst du nur die... Und dann schieben wir es halt, in 2 Jahren schieben wir es wieder in die andere Richtung. Das ist doch eigentlich das, was man sich wünscht, dass man halt problemlösungsorientiert, pragmatisch rangeht und sagt, was wird gebraucht und wie machen wir es, dass es möglichst schnell kommt. Das Sondervermögen ist endlich. Genau. Das ist ja... Ja, ist mir schon klar. Ja, aber das ist 100 Milliarden. Wenn die alle unter Vertrag sind... Ist nichts mehr da. Aber ich will noch auf einen anderen Punkt aufmerksam machen. Also vielleicht liege ich da falsch, aber der Ausgang dieser ganzen Entwicklung ist sicherlich auch darin zu suchen, dass Pistorius quasi fast mit Amtsantritt, also es war ein bisschen später, aber es war sozusagen nicht weitaus später, 10 Milliarden mehr für den Einzelplan 14 gefordert hat. So, genau mit Blick auf all die Probleme, die wir hier diskutiert haben. Und jetzt sage ich mal ganz einfach so, dass er mit nichts rausgekommen ist, was ich schon sehr sportlich finde, ja, dass er nicht 10 Milliarden bekommt, glaube ich, war ihm selber bewusst, aber sozusagen, dass er noch nicht mal 3-4 bekommt, um solche Sachen aus dem Einzelplan 14 zu bedienen, zeigt meines Erachtens auch, wo wir mit Blick auf die Frage militärische Zeitenwende stehen. Weil es war jedem klar, dass der Einzelplan 14 erhöht werden muss. Das ist ja sozusagen nichts, was einem plötzlich aufgefallen ist. Und man lässt ihn da ganz einfach, meine Interpretation, am langen Arm verhungern. Das heißt, die Frage Bundeswehr und Ausrüstung der Bundeswehr kann nicht so prioritär mehr sein in dieser Regierung. Wie kann es eigentlich sein, dass dann die Regierung, und insbesondere höre ich das immer aus der SPD, dass die so vehement wiederholen, dass die 2% gesichert seien? Weil die damit meinen... Weil das Sondervermögen jetzt da ist, sind sie jetzt gesichert. Das ist einfach alles. Deswegen 2% sind gesichert, weil wir rechnen die 100 Milliarden da drauf und dann erreichen wir die 2% und gut ist. Weil, also nicht länger. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sie sind doch gar nicht gesichert. Weil der Punkt ist doch, dass in dem, Thomas, korrigier mich, in dem Gesetz zum Sondervermögen steht drin 2% im fünfjährigen Mittel. Im Durchschnitt oder sowas. Ja, im fünfjährigen Durchschnitt. Ja, so, sowas. Jetzt haben wir die ersten 2 Jahre keine 2%. Dann müssen wir 2,5 in 2 Jahren. Das ist genau der Punkt. Dann müssen wir, wenn große Batzen ausgezahlt werden vom Sondervermögen, ist es ja das, was passiert. Dann müssen wir sozusagen ab nächstes und übernächstes Jahr müssen wir bei 2,4 oder 2,6, je nachdem, wie du es berechnest, landen, um in diesen Jahren im Durchschnitt 2% zu haben. Ja gut, aber die Leiterin von Bayern BW hat doch gesagt, sie hätten jetzt bis Ende des Jahres sollen 2/3 des Sondervermögens irgendwie in Verträgen gebunden sein. Da hat doch, ne, wenn wir dann nächstes Jahr das alles ausgeben, dann kommen wir ja quasi alles zusammen über 2. Ist das einfach Ja, da kommen wir nächstes Jahr über 2, aber dann müssen wir übernächstes Jahr auch nochmal über 2 kommen. Ich halte das halt, worauf ich hinaus will, ist, ich halte das einfach für... Ja, also falsch. Also das stimmt einfach nicht. Und ich finde es halt wahnsinnig, wie vehement dass wir auf 2% kommen. Ach so, ja. Und das richtig. Wird eben vehement wiederholt. Also auf eine Art und Weise, ich mir denke, so ist das irgendwie, glauben Sie, das wird wahr, dadurch, dass man es mehrfach sagt. Also sagen wir mal so, solange das Sondervermögen noch läuft, wird das ungefähr klappen können. Ja, also genau, das ist halt, wie gesagt, mit dem... Ja, wird ungefähr klappen können, ist halt was anderes. Ja, wird ungefähr klappen können, ja. Aber die Abrisskante, ja. Was mich halt einfach so wahnsinnig daran macht, ist, damit kann man nicht planen. Was wir halt quasi machen, wir reden ja auch, also zumindest in meinen Kreisen, immer die ganze Zeit über die europäische Verteidigungsindustrie und so weiter und dass wir nicht stützen sollen. Ja, du hängst halt mit den falschen Leuten ab. Clearly. Europa-Armee? Nein, worauf ich hinaus will, ist, auf diese Art und Weise schafft man das Gegenteil von Planungssicherheit. Was eben bedeutet, dass man damit, wenn man gerade eben ein Sondervermögen unterm Bett gefunden hat, kann man damit von der Stange F-35 kaufen, die Amerikaner netterweise auf ihre eigenen Kosten damals entwickelt haben. Was man aber nicht machen kann, ist eben eigene Sachen entwickeln. Und dann ärgert man sich hinterher und sagt, oh, wir würden ja so gerne europäisch kaufen, aber gibt ja nichts im Regal. Und das macht mich einfach wahnsinnig. Nee, ich wollte nur noch mal meinen Ärger hier Luft gemacht haben.
Gut. So, also ja, wir werden. Also ich nehme stark an, dass mehrere Verwaltungsjuristinnen und Verwaltungsjuristen gerade Schlaganfälle hatten während Hassmails aus dem Beinbild während dieser völlig konfusen Diskussion. Also wir werden einfach sehen. Noch ist ja über den Haushalt nicht entschieden. Ne? Also es gab nur die erste Lesung, die sogenannte, also die ersten Beratungen. Und wir gucken mal, wie sich das in den Ausschüssen, in der weiteren Debatte über den Haushalt des kommenden Jahres zurechtfummeln wird. Ob das X auf der Schatzkarte doch noch zum Schatz führt. Genau. Cool. Ja, Rieke, boah, schreit das nach einem Fazit? Oh Gott, das schreit nach einem Fazit, aber wie fasse ich das denn zusammen? Also, es ist unsere 75. Folge. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir haben gesprochen über zwei Themen, nämlich zum einen, ja, die aktuelle Situation in der Ukraine, die Gegenoffensive. Carlo hat Eindrücke aus Kiew mit uns geteilt. Es zeigt sich, ja, die Gegenoffensive hat einige Fortschritte gemacht. Es ist aber schwierig, es ist zäh. Es ist vor allen Dingen auch unglaublich tragisch und es bleibt eben dabei, dass da dieser Krieg wütet und es nicht so aussieht, als würde er morgen zu Ende gehen. Und im zweiten Teil haben wir gesprochen über ja die Finanzierung der Bundeswehr, Sondervermögen, der Aufhänger war, dass der Bundesrechnungshof kritisiert hat, dass das Sondervermögen jetzt nicht mehr, wie eigentlich gedacht, nur für ja neues Equipment, neue Anschaffungen benutzt wird, sondern so ein bisschen für alles, was in der Bundeswehr fehlt. Ist das ein Problem? Und generell, wie sieht es denn aus mit der Finanzierung der Bundeswehr in den nächsten Jahren, 2%-Ziel und weiteres? Mich lässt gerade diese Debatte sehr frustriert zurück. Ich hoffe, da ja findet sich noch eine bessere Lösung als dieses Rumgehen. First time here, Rieke. Ich weiß. Ich kam so optimistisch aus dem Sommerurlaub. Gut, aber wir können trotzdem noch lachen, wie ihr hört. Und das war das Fazit zu Folge 75. Na, und schon sind wir beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Wer fängt an? Ich fange an. Und zwar ist mein Hinweis sehr kurz. China produziert inzwischen im Land konkurrenzfähige 7-Nanometer Chips. Das ist nicht unglaublich aufregend. 7-Nanometer ist jetzt nicht State of the Art. Das geht durchaus auch noch kleiner. 4-Nanometer und kleiner. Das sind die Dinge, die in Taiwan gemacht werden. Aber ich verweise darauf als Rückblick und Ausblick, weil wir hatten schon mal über China und Taiwan gesprochen und auch die Rolle der Halbleiterproduktion in Taiwan und auch, glaube ich, angerissen die Rolle dieser niederländischen Firma ASML, die Maschinen baut, mit denen man diese Halbleiter herstellt und wie kompliziert das alles ist und was es eben bedeuten würde, wenn da möglicherweise doch ein, was wir alle nicht hoffen, Konflikt heiß wird zwischen China und Taiwan. Und ja, über die Rolle von Halbleitern in diesem Konflikt und auch mit Blick auf die Sanktionen, die die USA da erlassen haben, darüber, über all diese Dinge werden wir in nicht allzu ferner Zukunft, kann ich einfach mal versprechen, auch nochmal ausführlich reden wollen und müssen. Stichwort yeah. Chip War. Ja. Yeah. Chip-Chip-Hurra. Dann mache ich mal weiter mit meinem Sicherheitshinweis. Der betrifft den Abschluss eines Rahmenvertrages, den Polen mit den USA gestern geschlossen haben, zur Lieferung von 486 oder 87 HIMARS Mehrfachraketenwerfern. Ihr erinnert euch, das ist das Zeug, das die USA auch an die Ukrainer geliefert haben, das relativ erfolgreich war bei der Vorbereitung der ersten Offensive im September. Also eine riesige Zahl von Raketenwerfern, die die Polen jetzt da besorgen wollen. Und das klingt natürlich jetzt erstmal wahnsinnig, aber ich will mal auf ein paar Sachen hinweisen, die meines Erachtens auch gar nicht geklärt sind. Wir hatten diese Folge, wo wir über die polnischen Rüstungsbemühungen mit Justina geredet haben. Und da war ja ein Thema, die Polen bestellen so viel, sie haben aber momentan die Kohle dafür gar nicht eingeplant, sondern das ist eine Wette auf die Zukunft, dass sozusagen die nächste Regierung, whoever that is, den diesen Finanzrahmen erweitern wird. Ich glaube, dieses Problem stellt sich auch bei den HIMARS. Also die Frage ist, woher nehmen die Polen das Geld? Das zweite ist, können die Polen die damit aufgestellten Artillerieverbände überhaupt personell ausstatten? Also du brauchst ja auch Leute, ich meine, du nimmst fast 500 Raketenwerfer, die musst du ja irgendwie in Verbände positionieren, dafür brauchst du ja die Leute. Und der dritte Punkt ist, woher nehmen die Polen die ganze Logistik, die dahinter steht? Also ich will einfach sagen, es ist eine Ankündigung, die erstmal ein großes Erstaunen
hervorruft. Aber ich glaube, da sind viele Einzelheiten noch gar nicht geklärt. Ja, nach China und Polen drehe ich mich nach Schweden. Und zwar bleibe ich bei dem Budgetthema und möchte darauf hinweisen, dass Schweden angekündigt hat, sein Verteidigungsbudget massiv zu erhöhen. Und zwar will das Land schon nächstes Jahr die NATO-Marke von 2% des BIP für Verteidigung erreichen. Schweden will ja der NATO beitreten. Der Antrag wurde die ganze Zeit von der Türkei blockiert, soll jetzt aber eigentlich zeitnah beschlossen werden. Und es geht hier um eine Erhöhung des Verteidigungsetats von 30% auf knapp 11 Milliarden Euro. Schweden hatte ja ähnlich wie Deutschland sich eine große Friedensdividende gegönnt, also nach Ende des Kalten Krieges stark abgerüstet und das wird jetzt rückgängig gemacht. Und seit 2020 hat Schweden sein Verteidigungsbudget verdoppelt, im Übrigen sowohl unter linken als auch unter rechten Regierungen. Und bisher war der Plan 2025 1,5% des BIP für die Verteidigung auszugeben und die 2% dann 2030 zu erreichen. Und jetzt eben diese starke Erhöhung mit dem Ziel, das 2%-Ziel schon im nächsten Jahr. Ja, ich sag mal so, wenn man will, kann man offensichtlich ein Verteidigungsbudget sehr schnell erhöhen. Dabei sind die noch nicht mal in der NATO. Genau. Bisher. Die müssen noch gar nicht. Also es muss niemand, aber es zwingt sich. Es ist lustig, dass du offensichtlich gesagt hast, weil es Schweden ist. Smörrebröt, offensichtlich. Ja, da war übrigens vergangene Woche auch die schwedische Verteidigungskommission in Berlin unterwegs und hat sich das in Deutschland alles angeschaut. Was ist die Verteidigungskommission? Der Verteidigungsausschuss? Also nee, nicht der Ausschuss. Die haben so eine Kommission, die einen Bericht erarbeitet zu, also auch so eine aus allen Parteien zusammengesetzte. Da über Schweden müssen wir, glaube ich, auch nochmal gesondert. Wenn der NATO-Beitritt von Schweden durch ist und dann können wir Schweden und Finnland besprechen, ne? Hey, gute Idee. Fantastisch. Ja, ich bleibe in der NATO, im NATO-Bereich, gucke ein bisschen weiter nordöstlich. Gestern haben Estland und Lettland den Vertrag mit Deal unterzeichnet. Wir kaufen auch Iris-T. Es ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte. Vor 2 Jahren wollte kein Land außer Ägypten Iris-T kaufen. Und inzwischen stehen sie alle bei Deal Schlange und sagen, bitte liefert uns. Also die Bundeswehr hat ja auch einen Vertrag unterzeichnet über 6 Systeme. Die Ukraine hat schon 2 und soll noch mehr 6 weitere bekommen. Und das nimmt langsam an Fahrt auf. Also interessanterweise, während in den vergangenen Jahren die relativ homöopathischen Dosen an Luftverteidigungssystemen im Wesentlichen in den USA gekauft wurden, ist jetzt ein deutsches Produkt auf einmal ja der heiße Scheiß und ziemlich nachgefragt. Also Estland und Litauen sind gleichzeitig damit auch der ESSI-Initiative beigetreten, also diesem European Sky Shield, was Deutschland initiiert hat, hatten wir drüber gesprochen, ohne Frankreich, ohne Polen. Aber irgendwie kommt da ein bisschen Zug in den Kamin. So viel zu den Sicherheitshinweisen. Sicherheitshinweis. Tja, das war Folge 75. Ist Folge 75 sowas wie eine Jubiläumsfolge? Nein. Weitermachen. Das okay. Ist eiserne Hochzeit? Ich würde sagen, ist das nicht jünger? Das ist bestimmt schon Gold oder so. Nee, Gold ist 50. Dann ist das Platin. 75? Wie alt, muss man sein? Eisern? Ah ja, Diamanten, muss man? Platin. Wow. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kriegen wir alle nix und weiter geht's. Aber wir haben, heißt gar nichts, wir kriegen nämlich sehr wohl was, oder beziehungsweise die Zuhörer kriegen was, nämlich coole Live-Folgen, und darüber will Thomas jetzt reden. Genau. Das ist die Kronjuwelen-Radium-Hochzeit. Strahlend, eine strahlende Idee. Das ist halt Radium, weil man da mehr Zeit beim Röntgen verbringt in dem Alter als irgendwie zu Hause. Nee, das ist vermutlich, dass danach dann zügig Schluss ist, wird man verstrahlt. Ehe jetzt alle hier flapsig werdet, sage ich erstmal danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr nach der Sommerpause wieder da seid. Besonderer Dank an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Produktion. Alle Informationen zum Podcast findet ihr unter sicherheitspod.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter und schreibt uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. So, jetzt aber zu den Hardcore-Facts. Die wir jetzt echt massiv versteckt haben. Jetzt haben alle schon ausgeschaltet. Ja. Für die 3 Leute, die noch da sind, jetzt kommt's. Es sind noch ein paar mehr da. Also, es wird in diesem Jahr noch 2 besondere Folgen geben. Und da habe ich die Weihnachtsfolge, über die wir auch noch reden müssen, noch nicht mal mitgezählt. Ich habe heute schon Christstollen im Supermarkt gesehen. Habe ich auch gedacht, kill me now.
Oh Gott, hör auf. Also, lass mich den HörerInnen doch mal die Fakten sagen. Zum einen, am 27. Oktober, das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, bekommen wir einen Preis, nämlich den Karl-Carstens-Preis der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Carlo kann als einziger flüssig sagen, wofür gibt's den? Den gibt es für im Prinzip Verdienste um sicherheitspolitische Kommunikation in die Öffentlichkeit. So, und im Rahmen dieser Preisverleihung werden wir quasi live eine Folge aufzeichnen. Mhm. Quasi live deshalb, weil es keine wirklich öffentliche Veranstaltung ist, sondern begrenzter ZuhörerInnenkreis. Aber es wird live gestreamt. Das ist jedenfalls die Ansage. Also 27. Oktober vormittags kann man sich live angucken, was wir da machen. Und es wird auch hinterher natürlich als normale Folge veröffentlicht. Aber so richtig öffentlich, und das ist jetzt ganz neu, wird es am 24. November, nicht Dezember, nicht Weihnachten, einen Monat vorher, am 24. November, und das geht jetzt für alle im Westen Deutschlands. NRW, willkommen! Und zwar nach Köln. Nach Köln! Wir machen einen sicherheitshalber live, wieder in Zusammenarbeit mit Phoenix. Und wir machen das live aus dem großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Das ist schon richtig, da sind cool. Wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Das ist 1A-Clip-Material hier. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Wir freuen uns irre, dass das klappt. Und wir sagen auch rechtzeitig Bescheid, wenn es mit dem Kartenverkauf dafür losgeht. Noch haben wir das nicht angeleiert, ne? Ja, ist ja noch ein bisschen hin. Also. Aber 24. Ja November, ich nehme mal an, ja, 19 ja. Uhr oder sowas. Ja, sowas in der Ecke. Also Freitagabend in Köln. Und das an alle DDR. Düsseldorferinnen, ihr dürft an diesem Tag gerne nach Köln kommen, ohne Sanktionen zu befürchten. Wir freuen uns auf euch in Köln. Das wird live, das wird super und gibt auch hinterher eine Podcast-Folge. Ja, ansonsten, wir machen auch noch eine normale Folge. Geplant haben wir jetzt, mal gucken, ob wir das so hinkriegen, am Tag der Deutschen Einheit aufzuzeichnen. Wir sind halt immer im Dienst. Immer im Dienst. Und da wollen wir über Sahel sprechen, aber ich weiß noch nicht, ob das wird. Ja, wir versuchen es, also merkt euch das schon mal vor. Bis dahin, ja, lasst es euch gut gehen, passt euch auf euch auf. Es sagen Tschüss, Thomas Wiegold auf Twitter, @Thomas_Wiegold. Muss ich jetzt sagen, auf X? Nein. Habe ich tatsächlich, ich habe mal Blue Sky und Mastodon alles in die Shownotes gepackt. Also wir sind ja quasi alle überall zu finden, bis auf Carlo auf Mastodon. Findet man jetzt alles. Ulrike Franke und ich heiße auf allen sozialen Netzwerken eurer Wahl Rieke Franke. Ja, Frank Sauer, ich heiße auf allen Netzwerken Dr. Frank Sauer. Und Carlo Masala, ob X, Carlo Masala 1. Hallo, tschüss. Ciao. Ciao.